So, wir haben 10.03 Uhr. Wunderschönen guten Morgen. Wir eröffnen die Fraktionssitzung. Wir sind beschlussfähig. Tagesordnungspunkt 1. Du schaust, wer da ist und trägst das entsprechend ein ins Pad? Oder in die Kurve? Nur kurz zur Erklärung. Die noch nicht kennen, der Max Krupp ist heute zum ersten Mal hier in dieser Runde, wird für uns Protokoll führen, damit die zunächst mal die Aufgabe vom Björn Thies übernehmen. Ich hoffe, wir sind alle können ein bisschen nachsichtig sein, weil er das jetzt zum ersten Mal macht. Und ja, nur das dazu. Und er wird mich als persönlicher Mitarbeiter dann in Zukunft unterstützen. Ja, so lange, bis halt von Fraktionsseite die Stelle besetzt ist und dann die Protokollaufgaben wieder etatmäßig übernimmt. Gut. Ich glaube, der Oliver ist da auch immer ganz hilfreich. So, okay, es gibt nicht öffentliche Teile, und zwar erstmal 4, die habt ihr gestern in einem Umschlag in euren Fächern auf einem Papier vorgefunden. Ihr hattet also Gelegenheit, euch auf diese nicht öffentlichen Teile vorzubereiten. Des Weiteren steht hier ein nicht öffentlicher Teil von Daniel Schwert, der ist jetzt hier nicht anwesend, deshalb kann er sich dazu auch nicht äußern. Wenn das für euch okay ist, würde ich ihm noch mal Gelegenheit geben, sich dazu zu äußern, wenn er da ist. Ansonsten, hat jemand was dagegen, dass wir einen nicht öffentlichen Teil wie immer um 11.45 Uhr machen? Toso hat was dagegen oder möchte was sagen? Bitte schön. Ich habe was dagegen, weil einfach von der Außeneinsicht, ich habe das mehrfach angeregt, ist dieser nicht öffentliche Teil im Mittelteil für jeden, der unsere Sitzung verfolgt, absolutes No-Go. Und ich möchte weiterhin dafür argumentieren, dass wir den nicht öffentlichen Teil bitte ans Ende der Sitzung legen. Gerne um 12.45 Uhr, ist mir völlig wurscht, aber den nicht öffentlichen Teil im Mittelteil zu machen, dann können wir auch gleich sagen, wir bleiben nicht öffentlich, weil wieder anzuschalten, irgendwann in einem flexiblen Zeitrahmen, macht sowieso kein Mensch, ist total hirnverbrannt. Danke. Dietmar? Grundsätzlich stimme ich Toso zu, allerdings im vorliegenden Fall würde ich fast darauf plädieren, dass wir das einfach jetzt machen. Direkt am Anfang. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute so im Stream sind, keine Ahnung. Vielleicht kann man das mal feststellen. Wenn das nämlich einer ist oder so, oder null. Daniel? Wir speichern nicht. Nee, ich ziehe meinen Wort weiter. Wir machen das einfach. Toso, sehe ich das als einen Antrag, dass wir nicht öffentlichen Teil ans Ende legen? Hast du da einen Zeitvorschlag? 12.45 Uhr. Haben wir noch eine Dreiviertelstunde, müssen wir fertig sein. 13 Uhr sind zwei Teile, zwei beantragte Teile. Ich dachte vier. Erst Frank und dann Daniel. Ich wollte den Vorschlag unterstützen. 12.45 Uhr. Für heute könnten wir uns das mal leisten, das zu versuchen. Finde ich gut, dass wir das so machen. Gut, dann haben wir ja einen Antrag, den nicht öffentlichen. Kann jemand dem Max helfen? Kann ich nicht loben, aber wie gesagt, dann wird das quasi unter meinem Namen laufen, aber ihr wisst Bescheid. Wir merken uns. Okay, also Jaroslav hat die Arschkarte. Wir haben aber trotzdem einen Antrag, legen den nicht öffentlichen Teil auf 12.45 Uhr. Wer ist dafür? Wollen wir normal abstimmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wer ist dagegen? Wer ist noch am Pennen? Okay. Das ist das Gleiche. Antrag ist angenommen mit 11 Ja-Stimmen. Das heißt, wir machen den nicht öffentlichen Teil heute um 12.45 Uhr.
Dann kommen wir zu Top Nummer 2, Bericht des Vorstandes. Wir hatten gestern keinen Bericht der Presse, da ja der verantwortliche Pressesprecher in der Referentenrunde war. Dementsprechend gebe ich jetzt Nico das Wort. Ja, danke schön, Frau Versammlungsleiterin. Wir hatten gestern in der Vorstandssitzung auch eine sehr umfangreiche TO, so wie wir sie heute auch haben. Ein wesentlicher Teil davon waren auch die Personalfragen, die uns ja heute im nicht öffentlichen Teil dann auch nochmal wieder begegnen werden. Ein weiterer wesentlicher Diskussionspunkt war, ich will sie mal bezeichnen, die Kaffeefrage. Die hatte zwei Aspekte. Einmal die Kaffeefrage bezüglich des PGF-Büros. Das war ein Punkt von Nadja, weil sie in der schwierigen Situation ist, dass sie häufig von MDL oder deren persönlichen Mitarbeiter darum gebeten wird, deren Termine mit zu organisieren und dann gegebenenfalls auch Kaffee zu kochen und so weiter. Und ich habe da vollstes Verständnis für, dass sie das nicht so mitmachen möchte. Und ich das auch so sehe, dass die Termine, die nicht ausdrücklich im Namen der Fraktion organisiert werden, also im Zweifel über den Vorstand oder über einen entsprechenden Beschluss hier in der Fraktionssitzung, sondern wenn es sich um Termine handelt, die MDLer sozusagen für sich alleine vereinbaren, zwar natürlich auch im Rahmen der Abgeordneten und somit im weiteren Rahmen auch, kann man sagen, für die Fraktion, aber im Wesentlichen halt aus eigenem Interesse, weil es das eigene Fachgebiet oder den eigenen Wahlkreis oder sonst was betrifft, dass es nicht sein kann, dass all diese Termine, dass da Nadja für zuständig ist, weil es einfach schlicht und ergreifend das Büro und die Stelle dann überfordert und organisatorisch überhaupt nicht machbar ist. Und ich gleichzeitig auch der Meinung bin, dass diese Kapazitäten ja durchaus bei den Abgeordnetenbüros da sind. Sie verfügen über entsprechende persönliche Mitarbeiter. Und insofern waren wir uns da im Vorstand auch schnell recht einig, dass wir das so handhaben wollen. Und Nadja hat dazu auch schon einen Leitfaden verfasst, den werde ich auch noch mal weiterleiten, wo das noch mal klar beschrieben ist. Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, dort Kaffee im PGF-Büro zu kochen. Also die Ausrüstung ist ja da. Das Einzige, was halt gemacht werden muss, ist, sie zu benutzen, selbstständig. Und dann hoffe ich, dass da an der Stelle Entlastung eintritt. Und mir oder uns ist durchaus bewusst, dass es da nicht immer, sage ich mal, dass es eine Grauzone gibt. Was ist denn sozusagen noch persönlicher Termin des Abgeordneten und was könnte noch Fraktionstermin sein? Da das inhaltlich manchmal schwierig ist abzugrenzen, plädiere ich dafür eine formale Abgrenzung. Das habe ich eben schon beschrieben. Alles das, was über PGF-Büro angestoßen wird an Terminvereinbarung, wird auch dort weiter behandelt und abgewickelt. Alles, was nicht über das PGF-Büro läuft, was nicht sowieso von Nadja angestoßen wird und wo Nadja nicht im Prozess involviert ist von Anfang an, wird auch nicht über PGF-Büro dann unterstützt und dann kann nicht einfach auf Nadja zurückgegriffen werden. Vor allem, das ist besonders ärgerlich, gab es häufiger die Situation, dass das dann auch noch besonders kurzfristig passierte. Und insofern haben wir da diese Regelung getroffen. Ich weiß nicht, müssen wir das jetzt hier nochmal beschließen, Moni? Eigentlich, also ich sehe da keinen Bedarf für das nochmal zu beschließen, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Du bist jetzt auch dran. Ich wollte das gerne ergänzen. Das ist ja schon ein etwas älteres Thema, was durchaus ja schon mal diskutiert wurde. Auch. Es geht halt auch darum, dass ihr, wenn ihr solche Termine macht, dann die Kekse mitbringt. Die Nadja ist nicht der Einkäufer der Fraktion, sondern den Kaffee und die Kekse dann bitte auch selber besorgen, weil
Ne, wenn das eure Termine sind, dann müsst ihr die halt auch selber bestreiten. Da wurde ein entsprechender Leitfaden ausgegeben, der kann sicherlich, also wäre erstmal gut, wenn den dann jeder in Bälde zur Kenntnis nimmt, wenn er rum ist. Und genau das meine ich damit halt, organisatorisch ist Nadja an der Stelle raus bei solchen Terminen komplett. Halte ich einfach für die einzig sinnvolle Vorgehensweise an der Stelle. Und der zweite Aspekt betrifft Tigercafé. Da wurde von Britta Seite, die ja auch zu denjenigen gehört, die sich um die Pflege, Reinigung der Maschine kümmern, geäußert, dass halt diejenigen, die davon mit der Reinigung, von der Reinigung betroffen sind, die das de facto ausführen, im Moment halt ja, sich nicht mehr dazu in der Lage sehen, diese Aufgabe zu übernehmen, weil es halt, ihr wisst das alles, zu Schwierigkeiten geführt hat und ist auch nicht mehr tragbar an der Stelle. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das ist auch ein bisschen die Macht des Faktischen, wenn nicht gereinigt wird, kann die Kaffeemaschine nicht betrieben werden. Das heißt, sie ist im Moment vorläufig außer Betrieb, bis eine Lösung gefunden ist. Dafür wird es, das wird Oliver noch rumschicken, eine Umfrage geben, wo abgefragt wird, wie jetzt der Bedarf ist, wie die Lage eingeschätzt wird mit dieser Kaffeemaschine, ob es sich noch lohnt, diese weiter zu betreiben. Dazu wurde von Mitarbeiterseite geäußert, dass das halt nur noch dann akzeptabel ist, wenn die Kostenfrage geklärt ist von MDL-Seite, dass das sichergestellt ist. Andere Möglichkeit wäre ansonsten, einen anderen Automaten zu nehmen, der eben im Reinigungsaufwand wesentlich einfacher oder ich sage einfach mal, wo der Reinigungsaufwand null beträgt, solche Geräte nahe null oder wie auch immer, jedenfalls einen wesentlich geringeren Reinigungsaufwand erfordert. Aber dafür, um das zu eruieren, wie da auch in der Gesamtfraktion, wie das Thema gesehen wird, weil es sich, glaube ich, das haben wir gelernt, nicht für diese Fraktionssitzung eignet, das zu diskutieren, wird es eine Umfrage geben, wo das alles nochmal abgefragt wird und dann eine Entscheidung getroffen werden soll. Eine Nebenbemerkung, das Protokoll für die Vorstandssitzung, also ihr könnt die ganze Vorstandssitzung dann demnächst nachlesen, das Protokoll, das von Max angefertigt wurde, ist noch in der Abstimmung, wird aber dann kurzfristig veröffentlicht. Bitte wartet das noch so weit ab und dann könnt ihr euch die ganzen Details auch gerne nochmal nachschauen. Achso, eine Sache noch. Ich bin in der Endklärung der Buchung unseres Tagungshotels für unsere Klausurtagung Ende Februar. Ich bin da einem Tipp von Frau Terlinden gefolgt und wir werden das, wenn das so wenn das so kommt, in Kleve landen und nicht in Bielefeld. Ich habe mir aber das ausdrückliche Okay von Oliver geholt, dass das für ihn in Ordnung ist. Ich glaube oder ich hoffe für euch auch. Und wir werden dann eine unserer nächsten Klausurtagungen, die Termine stimmen wir im weiteren Verlauf ja noch ab, auch sicherlich den Weg nach Bielefeld finden. Ich glaube, das waren die wesentlichen Teile. Da möchte ich auch nicht dafür jetzt weiter Zeit verbrauchen in unserer wertvollen Fraktionssitzung. Dankeschön. So, dann hatte ich noch eine Wortmeldung von Dietmar, hat zurückgezogen. Dann habe ich eine Wortmeldung von Toso. Eine kleine Nachfrage. Du sagtest, das Protokoll ist noch in Abstimmung. Das habe ich nicht verstanden, weil das Protokoll steht doch hier, also das Vorstandsprotokoll. Ja, ich glaube, das hatte Oliver ad hoc mitgepinnt. Gleichzeitig hat aber Max das auch nochmal, ich glaube, etwas. Was ihr seht, ist was ich getippt habe, das ist das Beschlussprotokoll und teilweise Verlaufsprotokoll. Das Wortprotokoll wird nachgereicht. Und dann. Auch ein etwas ausführliches. Ich weiß, es ist noch in der Abstimmung, ich habe es mir jetzt noch nicht in der Version angeschaut. Die Version jedenfalls, die Max gemacht hat, kommt noch, weil ich wollte vermeiden, dass es vielleicht zu Irritationen
führt, wenn an die eine oder andere Stelle vielleicht nicht so exakt mitprotokolliert wird, wie man es gewohnt ist. Und deswegen wollte ich noch mal rüberschauen und den anderen auch die Gelegenheit geben. Das ist noch nicht geschehen, wird aber in Kürze erfolgen. Das ist ja der Hintergrund der Sache. Ich glaube, das ist verständlich. Danke. Ja, und zweite Sache, da ich für die Klausurtagung auch schon wieder Doppelterminierung habe, werde ich es nicht schaffen, hin und her zu pendeln. Dortmund-Bielefeld hätte durchaus funktioniert. Das ist in der Terminplanung drin. Dortmund-Kleve geht halt nicht. Wie weit fährt man nach Bielefeld schon noch was? Stunde höchstens. Nach Kleve? Nee. Doch. Nein. Bin ich auch 4 Jahre lang gefahren. Ja, du bist mit dem Auto gefahren, mein lieber Schatz. Ich mag immer gerne, wenn du dich an die Positionen begibst, an die deine Diskutanten sich befinden. Na, also, danke an der Stelle. Kleve ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend zu erreichen, das stimmt. Ah, das stimmt gar nicht. Könnte das... Gut. Könnte das und dementsprechend... Bilateral klären, danke Dietmar, genau. Dementsprechend... Nee, mich betrifft das halt auch. Ich habe am 25. auch Termine und ich kann dann nicht auch noch nach Kleve mit der Bahn. Also, Ich melde mich mal selbst. Ich hätte auch Termine während der Klausurtagung machen können, aber für mich hat Klausurtagung absolute Prio und ich habe deshalb keine anderen Termine gelegt. Darf ich dazu was sagen? Ja, aber ich glaube, erst war Daniel noch dran und dann Toso. Also das mit der Fahrzeit kann ich irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Aber tatsächlich auch nur ein Stück weit, weil die Klausurtagung ist ja so angelegt, dass wir 2 Tage da zusammen sind. Also auch mit Übernachtung und dergleichen. Also ich verstehe jetzt gerade gar nicht, wo die zusätzliche Fahrzeit irgendwie entsteht. Also ihr habt jetzt, oder verstehe ich das richtig, dass ihr noch morgens vor der Klausurtagung Termine habt und deswegen erst später dann kommen könntet. Und ja. Warum kommt ihr dann nicht einfach ein Stück später? Ich habe nachmittags. Ich habe sogar, wenn ich antworten darf. Ja, bitte. Also ich habe drumherum Termine, ganz einfach. Und ich habe mich darauf verlassen, wo diese Klausurtagung stattfinden soll. Und das ist auch ein bisschen Planungssicherheit. Ihr wisst alle, dass es mit den Terminen eng ist. Und dann einfach irgendwas zu verschieben, halte ich nicht für sinnvoll. Und vor allen Dingen, ich sehe keine inhaltliche Begründung. Diskutieren wir in Kleve besser als in Bielefeld? Wenn das so ist, gerne. Ansonsten, wo ist die inhaltliche Begründung? Die fehlt mir an der Stelle. Nico? Ja, kann ich gerne aufklären. Weil als ich die Funktion und damit auch die Planungsaufgabe übernommen hatte, lag noch keine Buchung vor, sodass ich mich gezwungen sah, recht kurzfristig dort Entscheidungen vorzubereiten. Das war das, was so stellte sich mir die Lage dar. Und dann war ich dankbar, weil ich sowieso in Kontakt mit Frau Terlinden war, mir von dort Tipps zu holen. Und es war nicht originär so, dass ich gesagt habe, bitte nicht Bielefeld, sondern es war so, dass mir dort kein Tagungshotel bekannt war, auf die unsere Kriterien zutreffen. Und Frau Terlinden sagte, dass sie dort halt gute Erfahrungen gemacht hat. Ich sage mal, zu unseren Ausführungen zu unserem letzten Tagungshotel möchte ich jetzt an der Stelle einfach nicht machen. Und insofern war das für mich eine plausible Alternative. Und ich war mir nicht bewusst, dass es da solche Terminschwierigkeiten dann in der Folge geben würde. Das tut mir sehr leid, Toso. Und wenn es denn so sein sollte, wie gesagt, tut es mir leid und hoffen wir, dass es beim nächsten Mal dann allen, dass ich es dann allen recht machen kann. Muni? Ja, also mit der Kurzfristigkeit und der Planung, das sehe ich gar nicht. Man muss der Britta einfach nur sagen, Bielefeld, dann holt die Angebote ein, dann kriegt man die vorgelegt, dann guckt man sich das an und sagt, das scheint mir richtig zu sein. Und insofern sehe ich die Dramatik irgendwie gar nicht, wenn man das buchen möchte. Daniel und dann Dirk. Ich habe das Statement nicht verstanden, Moni. Wenn
der Nico sagt, das wäre alles so kurzfristig gewesen und er hätte halt jetzt in Bielefeld nichts gefunden. Ich sagte, der Ablauf war immer so, dass ich der Britta einen Ort gesagt habe, wie hier besprochen, Bielefeld. Ja. Und dann hätte Britta sich an die Arbeit gemacht und ich bin mir sicher, die Britta hätte was gefunden in Bielefeld. Okay. Dietmar. Also ich verstehe ganz ehrlich die Diskussion gar nicht, denn wenn wir beschließen, dass wir eine Klausurtagung machen, egal wo die stattfindet, fängt die in der Regel, so die bisherige Erfahrung, um 10 Uhr an am ersten Tag und endet am zweiten oder dritten Tag an x Zeitpunkt. Ich hatte in Bonn auch einen Termin während des Verlaufs der Tagung. Den habe ich abgesagt, weil ich die Klausurtagung für wichtiger hielt. Und zwar habe ich die auf der Klausurtagung abgesagt. Das war eine Normenkontrollkommission, ein Termin hier in Düsseldorf, der durchaus wichtig gewesen wäre. Ich habe mich darüber informiert, ich habe festgestellt, dass es also Protokolle geben wird, die werden mir zugesandt. So weit, so gut. Weil ich einfach sage, wenn die Klausurtagung stattfindet, finde ich von A bis B, bis C, bis B statt. Und wenn ich sage, ich habe dazwischen Termine, bin ich das, muss ich sagen, dann weiß ich gar nicht, warum ich eine Klausurtagung mache. Ich könnte mir auch die Termine dann irgendwie so legen, dass ich vielleicht mal ein Stündchen, zwei, drei weg bin oder so, weil ich jetzt da irgendwie einen wichtigeren Termin habe. Die Prioritäten, die, glaube ich, müsste man vielleicht bei der ganzen Sache überdenken. Ich finde es wichtiger, dass wir die Klausurtagung abhalten. Ich glaube nicht, also ich kenne keinen wichtigen Termin, der mir sonst einfällt, außer eben Klausurtagung in dem Moment. Weil es gibt sicher die Möglichkeit, Termine auch umzulegen, sofern sie denn eben mit anderweitiger Abgeordnetentätigkeit zu tun haben. Von daher verstehe ich die Diskussion nicht so ganz. Und wenn einer nicht kommen möchte, dann kommt er eben nicht. So. Lukas. Ja, ich finde es unsäglich, dass hier sich Leute rechtfertigen müssen, wieso sie nicht zur Klausurtagung kommen. Ich finde es unsäglich, dass ihnen unterstellt wird, Dietmar, dass sie aus Prioritätsgründen daran nicht teilnehmen. Du weißt doch gar nicht, was die sonst haben. Irgendwelche familiären Verpflichtungen, unverschiebbare Arzttermine oder sonst irgendetwas. Aber du stellst dich hier hin und unterstellst den Leuten, sie nehmen nicht daran teil, weil sie kein Interesse daran hätten. Das ist echt ein Unding. Und ich würde mir wünschen, wir beenden diese Diskussion jetzt hier. Wir haben ja auch nur noch 1:16 und jetzt ist die Birgit dran. Ja, im Grunde geht es auch in die Richtung, die Lukas gerade gesagt hat. Also zum einen weiß ich immer gar nicht, was bringen diese Klausurtagungen, wenn wir da darüber reden, dass wir uns nicht rechtfertigen sollen, dass wir uns nicht in so ein Rechtfertigungslimbo bringen sollen. Und das machen wir hier in jeder... Darf ich vielleicht erst was sagen? Was mache ich genauso wie Dietmar? Ich möchte es jetzt wissen. Genau das Gleiche, dass ich Nico gerade rechtfertigen muss. Das ist genau das Gleiche. Das Nico. Aber das habe ich nicht gesagt, oder? Du setzt aber jetzt Leute unter Rechtfertigung. Genauso wie ich auch jetzt beschwert habe, ich frage, dass der andere Tür. Ach komm, dann sag ich mal. Schon mal der Tonlage ist. Dann melde ich mich einfach ab von der Klausurtagung, dann ist mir das auch egal. Genau. Viel Spaß. Ganz einfach. So, Toso. Toso und dann Dietmar und dann. Du bist auch raus. Dann Dietmar als letzter Redner. Ja. Entschuldigung, Lukas, rüste bitte einmal ab, ja, mit deiner Maßregelungsnummer. Du hättest bitte besser zuhören sollen. Ich habe gesagt, es ist eine Frage der Priorität, die jeder setzt. Und ich habe am Schluss gesagt, es bleibt jedem überlassen, ob er zu der Klausurtagung kommt oder wie er dazu kommt. Die Rechtfertigungsnummer ist gar nicht von mir aufgemacht worden. Es ist mir vollkommen egal, wer hier wann welche Termine hat. Ich habe lediglich angemerkt, dass hier jeder die Priorität für sich setzen muss. Aber die Frage, wo die Klausurtagung stattfindet, damit zu verbinden und gleichzeitig eine Rechtfertigungsfrage zu stellen, im Hinblick, wieso das jetzt in Kleve ist und nicht in Bielefeld, da müssen wir vielleicht ansetzen. Dann lassen wir es doch, und deswegen sagte ich, wir können die Diskussion eigentlich ganz lassen. Jeder bestimmt für sich die Priorität. Wenn du dazugehört hättest, Lukas, dann hättest du also dir deinen Kommentar, der zugegeben war, etwas nicht aggressiv orientiert war, erspart. Wir sind am Ende der 15 Minuten. Möchte jemand noch weitere 15 Minuten zu dem Punkt Vorstand diskutieren?
sehe drei Meldungen, das heißt, das ist die Minderheit, das heißt, wir werden keine weiteren 15 Minuten mit dem Punkt verbringen, aber die Interessierten können sich ja vielleicht noch in einem anderen Zeitpunkt darüber austauschen oder sich draußen prügeln oder wie auch immer. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Umlaufbeschlüsse. Alle ungültig, großartig. Ach, tu so. Wir haben keine... Ich möchte was dazu sagen. Toso. Dankeschön. Ich hätte gerne gewusst, wir hatten mal so eine Regelung, dass wir die Umlaufbeschlüsse zwischen zwei Fraktionssitzungen machen. Ist die Regelung aufgehoben worden? Ansonsten an die Ersteller der Umlaufbeschlüsse, tolle Umlaufbeschlüsse, Ende am 11.02. Schade, vorbei. Also ungültig an der Stelle. Ich finde das toll. Ich sehe auch so, dass wir das höchstens jetzt noch lösen können, dass die, die jetzt noch offen sind und nicht geschlossen sind, hier direkt abstimmen, aber die aber auf keinen... Die sind ungültig und weg. Das wäre für... Nee, der Idiot, der sie eingestellt hat, hat sie schon ungültig gemacht. Mit der Einstellung. Das ist ableistisch, aber egal. Du möchtest was sagen, Frank? Also du siehst keine Lösung da drin, dass wir die jetzt final abstimmen, Toso? Das habe ich verstanden, danke. Sieht jemand anders die Lösung darin, dass wir die jetzt irgendwie abstimmen oder möchte jemand einen anderen Lösungsvorschlag machen? Ansonsten müssen wir die Umlaufbeschlüsse beerdigen und die müssen entsprechend erneut gestellt werden. Frank, hattest du jetzt nun aufgezeigt oder nicht? Dann Frank und dann Olaf. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Diskussion doch bitte mit Mikro geführt werden sollte, die gerade ohne Mikro geführt wurde. Und wenn ich jetzt schon mal dabei bin, ich würde dafür plädieren, die Dinger zu beerdigen. Und wer möchte, kann die ja noch mal irgendwo reinbringen, entweder hier in die Sitzung für nächste Woche oder als Umlauf oder weiß nicht wohin. Okay, das wäre Tosos Einbringung folgen. Olaf? Ja, das ist wieder so der Punkt, wo ich ziemlich gut klar machen kann, warum ich gegen formelle Regeln bin. Ja, formell ist es richtig, die Dinger müssten sehr wahrscheinlich eingestampft werden. Praktisch kennt die jeder. Jetzt kann man die ganz schnell abstimmen und sagen, wir stimmen die jetzt ab. Das würde praktisch keinem wehtun. Die Dinger sind bekannt. Es täte auch hinterher keinem weh, was dann als Ergebnis rauskommt, es sei denn, sie sind diskussionswürdig. Das wären sie aber auch, wenn sie jetzt nicht abgestimmt worden wären und wir hätten das Enddatum wäre richtig eingetragen worden. Ich muss sagen, wenn die jetzt aus dem Grund, weil das Datum falsch ist, nicht abgestimmt werden, ist es für mich bescheuerte Formfickerei. Dietmar, oh Gott, Toso. Stopp. Ich führe die Rednerliste. Von? Das wäre total toll, wenn ihr euch bei mir meldet, damit ich euch aufnehme. Ich gebe euch kurz Bescheid, dass ihr aufgenommen seid und dann vereinfacht es das ganze Prozedere. Des Weiteren würde mich freuen, wenn wir es irgendwie schaffen würden, den Timer auf die Monitore zu bringen, damit auch alle Leute wissen, dass sie bereits in der Rednerliste aufgenommen sind. Der Timer ist ganz oben im Pad verlinkt. So. Jetzt ist Dietmar, danach ist Frank, Nico. Und dann machen wir mal weiter mit Dietmar. Gut, danke. Wenn ich das richtig aufgenommen habe, in der Vergangenheit sind die meisten der hier Anwesenden ja für so eine Art ständige Mitgliederversammlung. Ich gucke mal ins Runde, es regt sich jetzt nicht so unglaublicher Widerstand. Von daher... könnte es ja sogar sein, dass wir die Regelung, die wir auch in der Satzung haben, bezüglich der Umlaufbeschlüsse ändern. Denn die Umlaufbeschlussgeschichte ist im Prinzip so etwas oder wäre ein gutes Mittel, das zu leben, was auf Parteibasis oder in der Parteibasis, sprich auf Parteiebene noch gar nicht beschlossen, in dem Falle beschlossen bzw. umgesetzt ist. Das heißt, es ist ein permanenter Prozess der Einbringung von Themen und Abstimmung darüber. Ich fände das gut, wenn wir das mit den zwischen den Sitzungen, womit auch der Formalaspekt, den Tosung genannt hat, wegfiele, aufheben und einfach sagen, Umlaufbeschlüsse sind jederzeit möglich. Vielleicht unter Ausnahme von Wochenendabläufen, also dass Fristabläufe nicht am Wochenende sind oder irgend sowas. Frank? Ja, Olaf, ich verstehe den Einwand mit der Formalfickerei, was du eben gesagt hast. Ich denke aber, die Umlaufbeschlüsse, das macht sich ja schon bemerkbar, die sind diskussionsfähig, da wird es Diskussionsbedarf geben.
Wenn wir die jetzt behandeln würden, wäre das ein Sprengen der Tagesordnung. Das ist nicht vorgesehen. Ich finde, keiner dieser Umlaufbeschlüsse, und ich gehe davon aus, dass es auch andere so sehen, ist jetzt wichtig, dass er heute abgestimmt wird oder dass es nicht noch sieben Tage, sprich zur nächsten Sitzung, dauern könnte. Insofern wäre die jetzt zu behandeln einfach ein Sprengen der Tagesordnung. Das finde ich persönlich jetzt nicht gut. Und insofern auch, wie wir mit Umlaufbeschlüssen umgehen, das kann man alles diskutieren, das kann man alles super machen, aber dann bitte vorbereiten für die nächste Sitzung und nicht jetzt. Nico. Dankeschön. Ja, kann ich mich so anschließen, was Frank gesagt hat. Bin auch dafür, das pragmatisch zu sehen. Was verlieren wir jetzt an der Stelle? Nichts. Die Umlaufbeschlüsse können ja wieder neu eingereicht werden, sind sowieso nicht für heute vorgesehen. Dann macht man sie eben dann für das Datum so formrichtig dann nochmal und allen ist gedient. Und dann können wir die Diskussion hier in Ruhe, sage ich mal, an der Stelle zu Ende führen oder da mal beenden, hoffe ich. Michel. Ja, ich finde, ich finde Formfickerei an dem Punkt halt ein bisschen strange, aber gut. Kann man machen, wenn man gegen die Beschlüsse ist, dass man dann einfach sagt, naja, sind halt formal falsch. Kennen wir, haben wir in der Partei schon öfter gesehen. Wer die Beschlüsse wirklich haben will, stellt sie einfach nochmal von vorne ein und dann laufen die eben bis zum 11.02. ab heute. Das wäre dann der pragmatische Weg für denjenigen, der dann doch die Entscheidung herbeiführen will. Ich glaube, dass man solchen Beschlüssen nicht entkommen kann, indem man sich hinstellt und sagt, da ist ein Formalfehler drin. Ich sehe den Formalfehler auch, ja, der ist da. Vielleicht hätte das System das gar nicht zulassen dürfen, dass man sowas überhaupt einstellt. Sei es drum, das wäre eine Frage nach dem Tool, die wir besser nicht diskutieren sollten. Ich finde tatsächlich, entweder man lässt die jetzt laufen bis nächste Woche oder man sagt, wir stimmen die jetzt hier ab, aber einfach zu sagen, die waren formal falsch und deswegen ja, müssen sie jetzt gekillt werden, das macht eigentlich nur mehr Arbeit für denjenigen, der jetzt hingeht und sagt, ich will aber den Beschluss haben und deswegen stelle ich ihn einfach neu ein. Oliver? Das, was Michel gesagt hat, in Verbindung, was Frank gesagt hat, Frank hat nur das falsche Fazit rausgezogen. Toso? Ja, ich finde die Verbindung, die Michel gerade getroffen hat, völlig unzulässig. Nur weil jemand ganz nett findet, dass wir uns mal hier auf so Sachen geeinigt haben und dann auf die Einhaltung dieser Dinge gerne hätte, daraus abzuleiten, ob er für oder gegen irgendeine Beschlussfassung dieser Umlaufbeschlüsse ist. Ich habe da auch nicht gesagt, dass das jetzt einzeln an mich gerichtet ist, sondern dass das grundsätzlich so genannt worden ist. Dass jetzt davon auszugehen ist, dass die Leute, die jetzt hier sagen, ich möchte gerne, dass wir uns an Satzung und Wahlordnung halten, dass die jetzt in irgendeiner Form Position bei diesen Umlaufbeschlüssen bezogen haben. Ob die jetzt dafür oder dagegen sind, ist totaler Unsinn und ist halt eine Unterstellung. Das ist alles. Zum Zweiten möchte ich Dietmar sagen, ich finde nicht, dass das am Wochenende nicht enden kann. Ich finde, man muss da einfach nur die richtigen Prioritäten setzen. Zu Olaf, ich finde den grundsätzlichen Ansatz gut, aber dann lass uns Satzung und Wahlordnung einfach komplett rausschmeißen und dann immer fallweise entscheiden. Das können wir auch machen. Wird uns jedes Mal bei jeder Entscheidung zu so einer Diskussion, die ich sehr unsäglich finde, wie jetzt bringen. Wir haben das extra gemacht, damit wir Richtlinien haben, an die wir uns halten und damit wir es nicht jedes Mal diskutieren müssen. Wer das nicht haben möchte, muss halt damit leben, dass wir dann in jedem einzelnen Punkt immer wieder über Formalia diskutieren werden, dass der Overhead bei Diskussionen im Formalen viel höher liegen wird als der eigentliche Diskussionsgrad am Inhalt. Können wir alles machen, haben wir alle schon 25 Mal durchgelebt, ist für den Stream total toll. Oder wir halten uns einfach mal an die Absprachen, die wir haben, die wir gemacht haben. Ganz einfach. Und noch zu Michel, vom System zu erwarten, dass es hier irgendwas nicht zulässt, weil ich nicht dran denke, mich an die Formalia zu halten, ist eine technische Lösung für soziale Probleme. Da stehe ich immer sehr kritisch gegenüber. Danke. Ja, das System ist krank, das stimmt. Ja, es ist schon richtig auch, was unter anderem Frank sagte, dass wir das ja aus Gründen der Zeitersparnis gemacht haben. Wir haben die Regeln aufgestellt, damit die Themen dann eben nicht die Fraktionssitzungen wieder sprengen. Wir müssten einen Beschluss fassen, dass Umlaufbeschlüsse auch über die Fraktionssitzungen
laufen können. Dieser Beschluss steht heute nicht auf der Tagesordnung, kann heute deshalb auch nicht behandelt werden. Und dementsprechend gehen wir so vor, jetzt wie Toso das gesagt hat. Das heißt, wir werden die läuft noch beerdigen und der Antragsteller kann sie dann wieder neu stellen. Anders geht es nicht, weil du hast vollkommen recht, sonst können wir irgendwie auch alles über Bord schmeißen, was Wahlordnung, Satzung, whatever ist. Jetzt habe ich die Michelle. Ja, man könnte auch pragmatisch sagen, wir lassen die einfach stehen, wenn der Antragsteller seinen Willen dazu bekundet, dass sie eben ab heute eine Woche laufen. Aber gut, man kann natürlich auch, wie gesagt, die Mehrarbeit den Leuten machen. Verträge sind immer da, Probleme zu beschreiben, die man bei Vertragsabschluss sieht. Hier haben wir jetzt einen Fall, der war halt so nicht vorgesehen. Da steht ein dickes läuft noch. Derjenige, der den Antrag eingestellt hat, dachte, die würden halt bis nächste Woche laufen. Tun sie nicht, weil da ein formaler Fehler drin ist. Entweder man ändert den Vertrag oder man muss tatsächlich versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Lösung kann natürlich darin bestehen, dass man darauf pocht, was man vorher vereinbart hat, für einen Fall, der so nicht vorgesehen war. Oder man kann es eben so weit treiben, dass man jetzt nur noch über eine Person redet, die gar nicht mehr im Raum ist und gar nicht mehr mit der Person. Und so weit haben wir es jetzt kommen lassen. Sind wir rausgegangen? Dietmar? Ja, ich erinnere mich, dass wir auf zwei Klausurtagen so bestimmte Dinge beschlossen haben und die haben wir eigentlich bisher auch weitergehend dann in Fraktionssitzungen umgesetzt. Das ist nämlich immer dann, wenn jemand sagt, ich habe da so eine Art Antrag, dass darüber möglicherweise auch dann abgestimmt wird. Und ich hatte so einen grundsätzlichen Punkt aufgeworfen, ob man nicht darüber nachdenken soll, die Wahlordnung in dem Falle dahingehend abzuändern, dass Umlaufbeschlüsse jederzeit möglich sein sollen, mit Ausnahme der Endzeitpunkte vielleicht an Wochenenden, was da sinnvoll ist. Der Endzeitpunkt, dass so ein Umlaufbeschluss eben nicht, was weiß ich, Freitagabend eingestellt wird und dann Sonntagmittag endet oder so, weißt du, das... Ja, gut, ist ja nur eine Sicherungsmaßnahme, nicht, dass dann Geschrei los wird. Wenn man sagt, nö, das finden wir total blöd, dann finden wir das total blöd. Deswegen würde ich jetzt darum bitten, ein Meinungsbild einzuholen, vielleicht, ja, um die Sache mal abzurunden. Ein Meinungsbild dahingehend, ob man gewillt ist, diese Wahlordnung dahingehend zu ändern, dass Umlaufbeschlüsse jederzeit möglich sind, und zwar unabhängig davon, ob das zwischen zwei Fraktionssitzungen der Fall ist. Grumpy? Da ich jetzt nicht die Zeit habe, mich sozusagen um mich selbst zu drehen innerhalb dieser Runde, möchte ich vorschlagen, dass diejenigen, die die Satzung ändern möchten, einen entsprechenden Antrag zur nächsten Fraktionssitzung einbringen diesbezüglich und diejenigen, die den Antrag gerne halt sehen, der Vorschlag fiel schon mehrfach, die diesen Antrag abgestimmt sehen möchten, möchten diesen nach der regulären Fraktionssitzung gerne noch einmal neu rechtskonform einbringen und damit wäre ich auch schon fertig. Können wir bitte weitermachen. Vielen Dank. Rechtskonform. Grumpy hat es gerade gesagt. Daniel? Gibt es nach mir keine Wortmeldungen mehr, ne? Möchte sich nach mir noch jemand melden? Ja, das ist eben die Entscheidung, ob ich jetzt 2:30 einfach rede oder nicht. Ich ziehe ansonsten zurück das, was Grumpy sagt. Wir haben keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir gehen vor nach Satzung Beschlusslage, das ist der Stand. Das heißt, wir schauen uns das an. Wir haben zwei erfolgreiche Umlaufbeschlüsse. Einmal Entschließungsantrag Neutralität des Landtags und der Landesregierung im Auswahlverfahren. UNESCO, immaterielles Kulturerbe wahren, ist mit 18:0:0 und einer nicht abgestimmt positiv beschlossen. Und wir haben den Umlaufbeschluss Wegsetzen von Robert Stein aus unserem Fraktionsblock im Plenum ist positiv beschieden worden mit 12:1:0 bei 6 nicht abgestimmten. Die drei weiteren, die bis zum 11.02. laufen, da bitte ich den Antragsteller, diese neu zu stellen, lernen durch Schmerz. Ich denke, dann werden auch zukünftig die Zeitfristen vielleicht besser eingehalten. Was ist das denn jetzt hier? Okay. So, das heißt, wir kommen zum nächsten Top Nummer 4, Festlegung der Klausurtermine für den Rest des Jahres, eingebracht von Daniel. So müssen wir einfach jetzt nochmal final abstimmen, damit wir uns als Fraktion auch auf diese geeinigt haben. Gibt es dazu Wortmeldungen? Daniel. Ja,
Eigentlich habe ich vorhin überlegt, das im Prinzip auch zurückzuziehen, weil das irgendwie offenbar ja auch mit der langfristigen Planung nur wenig Sinn macht. Aber vielleicht versuchen wir es einfach nochmal. Ja, Tose, guck mich nicht so an. Ich bin relativ pisst über die nächste Fraktionsklausur. Also lass uns bitte die Termine abstimmen und meine dringliche Bitte, dass sich jeder da tatsächlich eben dann auch die entsprechenden Termine frei hält und gegebenenfalls auch schon vorhandene Termine möglichst verschiebt, damit dann auch die gesamte Fraktionsklausur von allen Fraktionsmitgliedern oder dass wirklich alle Fraktionsmitglieder daran teilnehmen können. Ja, es ist 12., 13., 6., kann ich so schon sagen, dass ich da nicht übernachten kann. Ne? Also das schließt jetzt nicht aus, dass ich da hin kann, aber es ist halt insofern manchmal problematisch, dass ich zu Hause nicht immer weg kann und dann muss ich halt zu Hause abends da sein. Und insofern ist es halt da wahrscheinlich auch so. Dann Toso. Nur eine kleine Rückfrage. Das waren die Termine, über die wir schon mal gesprochen hatten, die wir grundsätzlich geplant haben. Mhm. Ja. Ich möchte dann darum bitten, wenn wir die Eckpunkte zu den Terminen festlegen, nämlich beispielsweise den Ort, dass wir dann dabei bleiben. Ja. Das erleichtert die Planung für mich ungemein. Finde ich gut. Danke. Michelle und dann Daniel. Ich habe eine Rückfrage und einen Hinweis. Die Rückfrage wäre, die ersten beiden Termine, 12., 13.06. und 21., 22.08. sind jeweils Donnerstag, Freitag. Der Termin 11., 12., 11. ist Dienstag und Mittwoch. Wie kommt es dazu? Ist die erste Frage. Und die zweite Frage, oder der Hinweis wäre, dass ich mir vorstellen kann, dass am 11., 12., 11. möglicherweise 5 MDL nicht können, weil sie sich auf amerikanischem Territorium befinden und dementsprechend wäre eine Klausurtagung mit den 5 Leuten weniger dann anzusetzen. Daniel? Ja, was die Wochentage angeht, keine Ahnung, kannst du dich daran erinnern, warum wir das so gemacht haben? Dann sagt der Toso gleich noch was dazu. Was den Zeitraum der letzten Fraktionsklausur angeht, ja, hast du nach derzeitigem Stand der Dinge recht. Mehr kann ich im Moment halt nicht dazu sagen, ja. Toso, dann Dietmar, dann Daniel, dann Frank. Bezüglich der ersten Klausurtagung 2014. Ich habe gerade gesagt, Toso, dann Dietmar. Danke. Daniel und ich diese Planung gemacht haben, wir haben das halt versucht, möglichst langfristig zu machen, damit es auch für jeden gut planbar ist. Mag das kaum glauben. Haben wir geschaut, welche Termine im Landtag schon eingeplant sind. Und danach richten sich die Tage. Und im November stand die Reise, die da für die NRW-USA-Gruppe eventuell geplant ist, noch gar nicht auf dem Tableau für den Terminzeitpunkt. Dementsprechend waren wir mit unserer Planung da quasi ein Stück voraus. Wir hatten extra den 11.11. genommen, weil hier im Landtag sicherlich wenig stattfinden wird. Deshalb hat sich da die Tagesverschiebung auf Anfang der Woche ergeben. Wohingegen die beiden vorherigen Termine am Ende der Woche sich halt daraus ergeben haben, dass im Landtag halt an den Tagen keine Termine stattgefunden hätten oder geplant sind. Dietmar? Ja, der erste Termin hier, 12., 13.06., liegt in der Pfingstwoche und in der sitzungsfreien Zeit. Finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Der zweite Termin, 21., 22.8., wo bemerkt, Pfingsten ist eine Woche sitzungsfrei. 22., 22.8. liegt auch irgendwie mitten in der sitzungsfreien Zeit. Und ich habe so Bedenken, dass da auch alle können. Ich weiß es gar nicht, wie die Urlaubsplanung und Familienplanung so aussieht. Das ist nämlich auch die Schulferienzeit. Also von daher weiß ich gar nicht, wie diese Termine zustande gekommen sind. Wüsste ich gerne mal. Du kannst direkt antworten.
Ich würde aber trotzdem gern draufbleiben, weil ich noch was Separates sagen will und das jetzt nicht tue. Also der zweite Termin ist nicht also mitten in der sitzungsfreien Zeit oder in den Ferien, sondern tatsächlich am Ende der Ferien. Das hatten wir, ich glaube, bei der letzten oder vorletzten Klausurtagung auch schon mal so gemacht. Es gibt halt nicht so viele Zeiträume, wo sowas möglich ist, wo halt eben keine Sitzungen des Landtags irgendwie stattfinden. Und das Gleiche ist in dieser Pfingstwoche. Dieser Termin liegt nicht in den Pfingstferien, also an dem Ferientag, den es in Nordrhein-Westfalen gibt, sondern lediglich in der sitzungsfreien Zeit. Unsere Vereinbarung hier in der Fraktion ist, dass wir keine Fraktionsveranstaltung in den Schulferien machen. Und insofern hatten wir uns dazu entschieden, das so zu machen, in der Hoffnung, dass das für alle einigermaßen passt. Also ansonsten, wie gesagt, guckt euch einfach die Sitzungskalender an. Und es gibt tatsächlich einfach nur ganz wenige Zeiträume, es sei denn, wir entscheiden uns dazu, eine Fraktionsklausur halt am Wochenende zu machen. Das können wir auch machen, aber war ja auch nicht so sehr gewünscht, sage ich mal, von vielen in der Vergangenheit. Frank? Ja, auch die Diskussion ist ja jetzt nicht zum ersten Mal da. Und Daniel hat gerade schon gesagt, alle drei Termine liegen in der sitzungsfreien Zeit, und zwar jeweils am Ende, also in der letzten Woche der sitzungsfreien Zeit. In der jeweils folgenden Woche geht es hier wieder los. Insofern wäre das vielleicht erträglich. Ich würde einen Vorschlag machen, die ersten beiden Termine jetzt so zu bestätigen, den dritten Termin nochmal versuchen zu justieren, weil ich glaube, es ist nicht nur die USA-Gruppe, es ist auch der Kommunalausschuss, der jetzt hier zu diesen Terminen im November eine Ausschussfahrt angesetzt hat. Das würde also dann noch ein paar mehr Leute betreffen, die wo bei Teilnahme vermutlich unterwegs wären. Also zwei Termine bestätigen und den dritten noch mal kurzfristig neu justieren. Daniel? Ups. Ja, ich kann Dietmar zumindest sagen, dass ich achte normalerweise sehr mit der Sache mit den Schulferien, aber hier in dem Fall ist das so, dass das zwar in der Woche ist, wo die Schulferien ja, ich sag mal, enden, aber die enden ja meistens so mittendrin, Dienstag. Insofern finde ich die Lösung sogar eigentlich sehr charmant, dass man sich die Woche rauspickt, wo die Schulferien zu Ende sind sozusagen, weil dann die mit den Kindern sowieso alle wieder nach Hause kommen müssen. Aber hier machen sie eben immer ganze Wochen und deswegen haben wir genau den Platz. Finde ich deswegen gut, die beiden ersten Termine, würde das deswegen auch vorschlagen, dass wir die so belassen, wie sie sind. Beim dritten Termin, der passt mir persönlich jetzt auch nicht so furchtbar gut, da würde ich auch vorschlagen, lass uns da bitte einen anderen finden. Oliver. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir die hier nur noch kurz durchwinken müssen, weil die ja schon bekannt sind. Die stehen schon seit Monaten bei mir im Kalender und ich baue auch drumherum. Das heißt, wenn mich jemand fragt, können wir dort eine Anhörung machen, sage ich, nein, da haben wir Klausurtagung. Und wenn ich sage, ja, die Klausurtagung wurde jetzt verschoben, wir können leider die Anhörung nicht an dem Tag machen, dafür aber an dem Tag, wo ich vorher gesagt habe, wir hätten Klausurtagung, halt nämlich für blöd. Ich dachte eigentlich, dass wir die im Grunde schon fest hatten und dass es jetzt nur noch darum geht, zur Vorsicht hier nochmal einen Beschluss zu fassen. Die langfristige Planung ist eigentlich sehr gut, weil man dann eben drumherum bauen kann und auch sagen kann, nee, eine Ausschussfahrt da nicht, das machen die anderen Fraktionen auch, eine Ausschussfahrt da nicht, da haben wir Klausurtagung. Dass es dann in ganz vereinzelten Fällen nicht funktioniert, okay. Sehe ich denn das richtig, dass die ersten beiden Termine allerdings keine Einwände sind? Ich hatte jetzt irgendwie jetzt nur den letzten Termin immer. Okay. Und ich hatte jetzt gedacht, keine Einwände bei den ersten beiden. Okay. Und Daniel Schwert hatte schon gesagt, die liegen nicht in den Ferien. Also die liegen alle nicht in den Ferien. So, jetzt der Stefan dran. Olaf, wärst du so nett, dem Stefan das Mikro? Dankeschön. Wobei mir aufgefallen ist, dass die Termine immer so ein bisschen in der Mitte der sitzungsfreien Zeit liegen. Also warum muss man es im November zum Beispiel Dienstag, Mittwoch machen und nicht Montag, Dienstag? Also dann wäre auch dieser 11.11. mit drin. Oder zum Beispiel ist für Pfingsten dann angesetzt auch
Mittwoch, Donnerstag, statt also Donnerstag, Freitag zu nehmen. Also warum unbedingt in der Mitte der sitzungsfreien Zeit dann? Daniel. Ja, also ist ja quasi mein Antrag, den ich dann nochmal eingebracht habe. Ich möchte gerne den letzten Termin zurückziehen. In der Tat ist es so, dass ich unterstütze all das, was Oliver vorhin gesagt hat zur Terminplanung und auch zur frühen Festsetzung der Termine dazu. Das ließ sich leider oder lässt sich leider nach derzeitigem Stand, was diese USA-Reise angeht, tatsächlich nicht anders handeln. Also da können wir dann nur als Piratenabgeordnete halt eben dann sagen, entweder fahren wir mit oder fahren wir halt eben nicht mit. Ich ziehe diesen Novembertermin zurück, würde gleichzeitig zwei Dinge anbieten. Erstens, dass ich für das letzte Quartal nochmal einen alternativen Termin dann raussuche und euch vorschlagen werde. Und zum Zweiten würde ich mich, wenn ihr mögt, auch anbieten, entsprechende Örtlichkeiten dann, also Bielefeld ist ja dann gesetzt, weil wir es geschoben haben, entsprechende Örtlichkeiten auch für die beiden anderen Locations, für die beiden anderen Tagungen halt zu suchen. Ja, also den Novembertermin bitte daraus. Dann Oliver und dann Olaf. Ich hätte dich hier nochmal auf der Liste, ja? Ich weiß gar nicht, wieso ich nochmal auf der Liste stehe, aber egal. Ich hatte noch drunter geschrieben, ob wir denn jetzt an der Stelle, hatte ich aber am Anfang der Diskussion gemacht, an der Stelle nochmal über die Orte entscheiden sollten. Aber wenn du es nachher einbringst, ist okay. Olaf? Ja, also ich kann zum Beispiel schon sagen, dass ich am 21.22. unter Umständen... Okay, sorry. Ich kann schon mal sagen, dass ich am 21.22. unter Umständen einen Terminkonflikt habe, und zwar unter Umständen deshalb, weil dort, wenn die AGS-Reise noch dieses Jahr geplant wird, sie am Ende der sitzungsfreien Zeit stattfindet. Mehr ist noch gar nicht dafür geplant zu der Sache. Dazu kann ich zum Beispiel sagen, dass das Ganze auch immer, also zumindest maximal oder minimal ein halbes Jahr braucht. Das heißt, das wird im AGS oder für den AGS ja wahrscheinlich Anfang März entschieden. Das hat einfach was mit der Planung, das hatten wir letztens da auch in der Besprechung, das hat was damit zu tun, wie lange die Verwaltung für den ganzen Krempel braucht. Danach können wir nicht mehr beschließen, dass wir dort fahren wollen als Ausschuss. Von daher ist sowieso jegliche Planung, die über ein halbes Jahr hinausgeht, und selbst das gilt nur für Interkontinentalreisen, sowieso nicht mit dem Landtag auf lange Zeit abzustimmen. Ja, es kann immer sein, dass der Ausschuss kurzfristiger fahren möchte. Von daher, ich kann mich also zum Beispiel nicht dem Termin vom 21.22. jetzt anschließen und kann sagen, da kann ich, weil ich es erst im März wissen werde, ob ich dort kann. Ich kann natürlich sagen, wir wollen da nicht mitfahren, aber ich glaube nicht, dass da aufgrund der Stimmung, die sowieso derzeit im AGS herrscht, dass da besonders Rücksicht drauf genommen würde, und dann müsste ich mir überlegen, wie ich meine Prioritäten setze. Muss ich sagen, weiß ich noch nicht, weil das kommt da ein bisschen damit zusammen, wohin die Reise geht. Michel? Ja, ich habe ein bisschen das Problem, dass natürlich bei jedem Termin, gerade wenn der Kalender so voll ist, dass irgendjemanden geben wird, der sagen wird, okay, da habe ich einen Konflikt. Wenn es natürlich jetzt um Ausschussreisen geht, muss ich sagen, wenn da eine Klausurtagung vorher geplant ist und man sagt im Ausschuss, sorry, aber da haben wir eine Klausurtagung, wenn dann der Ausschuss sagt, interessiert uns nicht, ja, das ist schon harter Tobak. Aber ich würde schon fast sagen, da kann man es drauf ankommen lassen. Was mir aber wichtiger wäre, ist der Punkt, dass ich ein bisschen das Gefühl habe tatsächlich, dass wir es nicht schaffen, alle unter einen Hut bei jedem Termin zu kriegen. Und vielleicht müssen wir uns einfach eingestehen, dass auch eine langfristige Planung, auch wenn sie jetzt noch bis zum Ende des Jahres geht, nie so sein wird, dass wir Termine finden, wo wir alle können. Und deswegen, ich wollte so ein bisschen hier dieses Gefühl oder in diesem Gefühl rumstochern, wir müssen jetzt die komplette Planung umschmeißen. Ich glaube, das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Und nochmal neu suchen. Selbst wenn wir neu suchen, werden wir keine Termine finden, wo alle können. Das wird halt schwierig. So, und die letzten 40 Sekunden für Dietmar. Eine habe ich noch, kurze Anmerkung.
zwischen dem ersten Termin der hier vorgesehenen Klausurtagung und dem Beginn der sitzungsfreien Zeit Sommer sind knapp 3 Wochen. Dann soll innerhalb dieser selben, dann anfangenden sitzungsfreien Zeit wiederum eine Klausurtagung stattfinden. Ich frage mich, wenn das nicht thematisch festgelegt wird, was das für einen Sinn macht, wenn wir 3 Wochen vor Sitzungsfreizeitbeginn noch eine machen und dann in der sitzungsfreien Zeit die nächste, wenige Wochen. Der Daniel möchte kurz antworten und dann wird abgestimmt. Ich bin mir sicher, dass wir auch für die Augusttagung genug Themen haben werden. Und wenn wir die nicht haben, dann können wir ja nach der Fraktionsklausur dann im Juni auch kurzfristig entscheiden, dass die Augusttagung nicht stattfindet. Bitte? Oder machen nur Party wie Mond. Also das, glaube ich, dürfte an der ganzen Terminplan wirklich das kleinste Problem sein. Ja, das sind doch super Aussichten. Dann haben wir, Daniel hat den letzten Termin zurückgezogen, schaut im letzten Quartal nach einem Ergänzungstermin und guckt gleichzeitig auch nochmal nach geeigneten Orten oder Richtungen in NRW. Das heißt, wir stimmen jetzt nur die ersten beiden Termine ab. Und wer sich da terminlich einbringen will, kann sich gerne bei Daniel melden. Bekomme ich gerade eingeflüstert. Gut, das heißt, wir stimmen jetzt zunächst ab. Wer möchte am 12. und 13.06. eine Klausurtagung machen? Den bitte ich um das Handzeichen. 1, 2, 3, 12. Wer möchte da auf keinen Fall eine Klausurtagung machen? Wer enthält sich? Nicht immer. Bei solchen Sachen macht es ja keinen Sinn, dass irgendwie nicht. Der Termin ist angenommen worden mit 12 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen. Dann kommen wir zum 21.22.08. Wer möchte an dem Tag eine Klausurtagung machen? Den bitte ich um das Handzeichen. 1, 2, du auch? Du auch? Nee, ich gucke mal. Eins. Wer möchte da keine Klausurtagung machen? 1, 2, das heißt, und wer enthält sich? Eine. Das heißt, wir haben 12-2 und eine Enthaltung zum zweiten Termin. Das heißt, beide Termine sind angenommen worden. Beides war 12-2. Ja, wir sind ein paar Mal auch gepennt. Das ist, die anderen haben nicht teilgenommen. Es gibt auch nicht Teilnehmende. So. Wir kommen zum nächsten Top Nummer 5, eingebracht von Oliver. Findet die Fraktionssitzung am 4. März statt, weil da ist ja Karneval? Oliver. Ich wollte es nur wissen, wegen rechtzeitiger Planung und so, das ist alles. Also eigentlich müsste sie stattfinden. Moni? Ist ja geschlossen, wie wir wissen. Jetzt schon. Hallo. Es sind keine Ferien. Das ist ja der Grund, weshalb nicht Sachen nicht stattfinden. Ich denke, sitzungsfreie Zeit war bisher noch kein Hinderungsgrund, aber Ferien. Ja, die Frage ist, also am Montag ist ja nichts los. Montag fallen ja wahrscheinlich die AKs aus, weil schlicht und einfach dieses Haus geschlossen ist, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, man kann irgendwie rein. Es wird aber nicht empfohlen. Und die Frage ist, machen wir am Dienstag oder nicht? Und das war's. Ich will eigentlich nur abstimmen. Moni? Ja, erstens, das, was Stefan gerade sagt, im Grunde ist hier im Rheinland das immer noch Karneval wie ein Feiertag. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir auch mal gesagt haben, wir wollten gucken, dass wir nicht in diesem Hamsterrad laufen. Und wenn ich sehe, wie die Stimmung heute ist, dann glaube ich einfach, dass es uns allen ganz gut tut, wenn wir mal 3-4 Tage sagen, gut, wir lassen das sein, anstatt da wieder Stress zu machen. Also ich für meinen Teil möchte an diesem Dienstag nicht kommen. Vielleicht geht der eine oder andere von uns Montagabend weg. Und ich sehe im Moment die Dringlichkeit nicht. Und ich fände es einfach schön, wenn wir die Chance nutzen würden, uns da alle so ein bisschen zu entspannen. Der Düsseldorfer will da noch was zu sagen. Ja, genau. Aber unabhängig von Düsseldorf, wir hatten doch mal gesagt, dass Fraktionssitzungen nicht stattfinden in der sitzungsfreien Zeit. Und das ist sitzungsfreie Zeit. Also ist das eigentlich erledigt. Haben wir nicht Ferien gesagt? Wir haben den Ferien gesagt, aber ich denke auch, da wir auch keine Vorstandssitzung am Tag vorher haben, sollten wir... Ich sehe keine Weile,
wir könnten das doch direkt abstimmen, aber Daniel möchte noch was sagen. Ja, erstens für die Karnevalsjecken unter euch, nein, der Veilchendienstag, so wie er sich schimpft, ist nicht wirklich, ich sag mal so, der Karnevalshöhepunkt schlechthin. Und üblich ist es selbst in Betrieben, die außerordentlich karnevalsaktiv sind, auch am falschen Dienstag entsprechend zu arbeiten. Es gibt wenige Ausnahmen, zum Beispiel München-Gladbach ist der große Karnevalszug. Ja? Da mag es noch einige andere Städte geben. Bitte? Neuss auch? Das grenzt an Neuss, ja. Also, ja, Stefan, du kannst dich noch mal melden und dann noch was dazu sagen. Also auch in Köln ist ja, glaube ich, eher der Rosenmontag der entscheidende Punkt. Aber darüber reden wir gar nicht. Ich sehe es nur so, dass wir ganz viele Tagesordnungspunkte haben, die wir in den letzten Wochen leider nicht haben abarbeiten können. Ich befürchte, dass das auch in den nächsten Wochen noch weiterhin so sein könnte und würde momentan einfach an diesem Termin für die Fraktionssitzung am 4.3. oder was würde ich festhalten. Und wenn wir halt eine Woche vorher in der Fraktionssitzung mit unseren Tagesordnungspunkten durchkommen, dann können wir auch noch ganz spontan uns die Freiheit nehmen und sagen, nächste Woche lassen wir mal die Fraktionssitzung sausen. Ich finde die Variante besser, als jetzt schon festzulegen, an dem Tag nicht zu tagen. Frank? Ich möchte die Diskussion nicht verlängern. Bitte nur noch mal um Klarstellung, ob tatsächlich wir vereinbart haben, dass keine Fraktionssitzung nur in den Schulferien ist. Also durchaus in der sitzungsfreien Zeit möglich. Okay, dann habe ich eben nichts gesagt. Könnt ihr gleich in der Pause drüber reden? Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Das heißt, ich möchte das jetzt gerne abstimmen. Wer ist dafür, dass wir am 4. März eine Fraktionssitzung haben? Den bitte ich um das Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Entschuldigung. Dann bitte nochmal das Handzeichen, wer dafür ist, am 4. März eine Fraktionssitzung zu haben? Ja, natürlich. Daniel, warst du nicht gerade auch dafür? Er ist doch bei Christo. Wer ist dagegen? Der Karnevalist in Dannebo. Ich stelle mir so super vor mit so einer Jeckenmütze. Ich glaube eigentlich, er hat da einen Termin bei den Neusser Schützen. Nee, da verkleidet sich immer als Umwelt. Als Jungfrau. Ja. Pinselt sich das Gesicht schwarz an und er ist die Ölpest. Ich gehe als Ölpest. Würde ich nochmal sagen. Hast du alle? So, wer enthält sich? Ich war schon mal die Ölpest. Schön, dass du gehen willst. 2, 4, 6, 8, 9. So, das heißt, wir haben eine Mehrheit dafür, dass am 4. März keine Fraktionssitzung stattfindet. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 6, Mitgliedschaft, Vertretung im Netzwerk, Alphabetisierung, eingebracht von Moni. Moni, bitte. Ja, ich hoffe jetzt, glaube jetzt, dass das ein ganz kurzer Tagesordnungspunkt wird. Aber man weiß es nicht. Also, der Frank ist schon mal auf der Rednerliste. Der Frank ist schon auf der Rednerliste, okay. Also es geht darum, dass es ein Netzwerk Alphabetisierung in NRW gegründet wird. Ich würde gerne als Fraktion diesem Netzwerk beitreten, möchte da eure Unterstützung haben, würde gerne als Vertretung der Fraktion dahin gehen. Es geht nur um den formellen Beschluss, ob wir diesem Netzwerk beitreten. Ich bitte um ausführliche Diskussion. Ich sehe keine Wortbeiträge, dann machen wir es jetzt mal mit den Widerständen. Wer hat Widerstand dagegen, dass Moni in diesem Netzwerk für uns teilnimmt? Die Fraktion da teilnimmt, ja. Ob wir das offiziell unterstützen, gibt es da Widerstände? Null Widerstände, alles klar, Moni, der Punkt ist durch. Geht doch.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 7, Antrag auf Budget für Projektmanager, eingebracht von Nico. Ja, vielen Dank. Ich hatte es ja schon in der vergangenen Fraktionssitzung angesprochen. Infolgedessen hatte ich dann einen entsprechenden Antrag über die Mailingliste euch ja schon kommuniziert. Ich hoffe, ihr habt die E-Mail alle gelesen und auch verstanden, was damit bezweckt ist. Ich sage es aber hier nochmal ausdrücklich, wie ich es auch in der Begründung des Antrages geschrieben habe. Es geht also darum, hier Unterstützung für den Bereich Organisation zu schaffen. Es geht nicht darum, dass hier Bemühungen von den Referenten oder auch von Abgeordneten ersetzt werden oder ausgeschlossen werden sollen, im Gegenteil, sondern die Arbeit dieses Projektmanagers baut sozusagen genau darauf auf. Und es geht auch darum, halt ein umfassendes, ich sag mal, Außenbild zu bekommen, weil ich kann mich nicht davon freisprechen und ich weiß nicht, wer von euch das könnte, dass es auch so ein bisschen mit der Zeit eine Betriebsblindheit einsetzt und dass jemanden von extern nochmal einen Blick auf die ganze Sache nimmt, ist, glaube ich, insgesamt hilfreich und er könnte eben all diese Bemühungen, die es in der Fraktion gibt, ich muss jetzt nicht auf die Referentenklausur von gestern verweisen, ist uns allen bewusst, das aufzunehmen, zu bündeln und dann uns der Fraktion nach dieser Sichtungsphase eine Entscheidungsgrundlage zu liefern, um von da aus dann die erforderlichen Entscheidungen zu treffen. Und ich würde mich wünschen für dieses Unterfangen eure Unterstützung zu bekommen. Wenn noch Fragen sind, gehe ich da gerne noch drauf ein. Nächste Wortmeldung ist Moni. Ja, ohne dass ich da jetzt irgendwie dem ablehnend prinzipiell gegenüberstehe, würde ich das gerne im Zusammenhang mit all den anderen Fragen diskutieren, und zwar auf der Klausurtagung. Ich habe im Herbst schon einen Vorschlag gemacht, wie ich halt auch solche Fragen angehen würde. Und ich glaube, wir sollten das einfach nicht voneinander trennen, sondern gucken, dass wir das, ihr habt ja jetzt am Montag auch nochmal zu Dingen gearbeitet und ich würde das gerne alles im Zusammenhang oder irgendwie im Zusammenhang diskutieren. Du hast das selber häufig gesagt, dass das immer wieder hier Einzelentscheidungen sind und dass man das in der Gesamtheit diskutieren wollte. Und ich würde mir wünschen, dass wir genau das dann auch insgesamt diskutieren, wie wir da weiter vorgehen. Frank? Ja, finde ich einen guten Vorschlag, weil die Klausur ist nicht mehr so weit hin. Punkt 1. Punkt 2 wäre das eine sehr gute Vorbereitungsgrundlage, weil hier sind eine ganze Menge Sachen, die hier drin stehen. Das ist sowohl Verwaltungsorganisation wie Meinungsfindungsprozess, wie PR. Also es steckt sehr viel drin. Gute Vorbereitung, um das auf einer Klausurtagung zu diskutieren, finde ich. Ja. Das ist jetzt von, ja, Nico? Vielleicht ist es auch noch nicht ganz, ganz klar geworden. Natürlich können wir das gerne auf der Klausurtagung diskutieren. Es geht jetzt erstmal hier um die Entscheidung der Fraktion, diesem Projekt überhaupt den finanziellen Spielraum zur Verfügung zu stellen, damit man jetzt sich umschauen kann, da Angebote einholen kann und dann auch überhaupt das Ganze erstmal in Gang zu setzen, weil es wird ja noch ein bisschen Zeit dauern, bis dann überhaupt jemand da ist. Und insofern würde ich jetzt ungerne nochmal Zeit verstreichen lassen, sondern hier einfach von der Fraktion ein grundsätzliches Go haben, um dann eben auch diese verschiedenen Aspekte dann im Weiteren auch einzusammeln und zu berücksichtigen. Das schließt sich ja jetzt überhaupt nicht aus, sondern ich denke, da können wir parallel vorgehen, um eben nicht weiter dort einfach Zeit verstreichen zu lassen, ohne dass ich die Möglichkeit habe, in der Richtung aktiv zu werden. Moni? Doch,
weil ich denke, dann haben wir uns für einen Weg entschieden. Und ich sehe diesen Weg nicht und möchte den gerne ausführlich diskutieren in Verbindung mit all den anderen Fragen, die sich da stellen. Und insofern, wenn wir dem heute zustimmen, ist das eine, haben wir eine Entscheidung herbeigeführt, von der ich glaube, dass es da durchaus Redebedarf gibt. Joachim? Ich würde mich auch dafür aussprechen, dass wir die Entscheidung für die Freigabe des Budgets tatsächlich noch mal nach der Fraktionsklausur treffen. Da soll ja eh noch einiges verfrühstückt werden. Gleichwohl steht es aber frei und den Beschluss können wir heute fassen, dass man Angebote einholt. Dann hat man zur Fraktionsklausur schon einen Überblick, was es alles zu welchem Preis gibt. Oliver. Ja, zwar bin ich natürlich dafür, die Sachen immer gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam zu entscheiden. Deshalb ja auch die letzte Klausurtagung, wo wir sowas gemacht haben. Weil wir sonst nie zu einem gemeinsamen Bild kommen, der Fraktion, was die Fraktion will. Wir sind hier bei der Organisation oder der Aufbereitung der Organisation, Aufbereitung von Informationen in einem sehr, sehr großen Feld. Wir sind uns bei vielen Dingen im Klaren, was wir machen müssen. Es gibt aber auch meiner Meinung nach dort nicht die Patentlösung. Und die Patentlösung ist auch kein Projektmanager. Aber es gibt viele Baustellen, ich habe lange darüber nachgedacht, die ineinander greifen und sich auch nicht behindern gegenseitig. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man ein Organigramm erstellen kann und gleichzeitig Workflows analysieren kann, gleichzeitig ein Schriftstück aufsetzen kann, wo drauf steht, wie alle Ausschüsse arbeiten und gleichzeitig gucken kann, dass man nach außen die Informationen, unsere Sachen besser nach außen bringt und auch intern bessere Inhalte, über die politischen Inhalte besser informieren kann. All das kann man, glaube ich, tun. Da greift so viel ineinander. Ich habe das Gefühl, dass wir dort auf, was heißt das Gefühl? Das wird auf jeden Fall eine Tool-Diskussion werden, wenn wir es diskutieren wollen. Das können wir tun. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wie. Also ich sehe diese Sache mit dem Projektmanager als einen Baustein in der ganzen Sache an, der auch nicht keine, und das ist das, was mir persönlich besonders wichtig an der Sache ist, der auf keinen Fall hindern soll, dass hier was anderes passiert. Weder darf ein Projektmanager dafür sorgen, dass die Angela sagt, dann macht das jetzt jemand, noch, im Gegenteil, noch darf, dürfen wir das alles ewig aufschieben auf die nächste Klausurtagung, auf die nächste Klausurtagung, auf die nächste Klausurtagung. Zwar ist die eine im Februar jetzt bald und natürlich können wir dort über organisatorische Dinge sprechen, wir müssen nur aufpassen, dass wir das dann dort auch alles schaffen. Also wir müssen ein Fallback, also wenn wir das tun mit der Klausurtagung, brauchen wir ein Fallback, falls wir an der Klausurtagung nicht weiterkommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also die organisatorischen Dinge in diesem Bereich müssen vor Sommer am besten weit vor der Kommunalwahl einfach geklärt werden und angepackt werden. Daniel. Ja, vielen Dank, Olli. Du hast mir ganz viel schon weggenommen, was ich sagen wollte, aber umso besser, dass ich das... Nee, das war schon total toll, wie du das gesagt hast, finde ich. Olli hatte das halt gerade schon gesagt, also da sind... Es spielen ganz viele verschiedene Punkte irgendwo eine Rolle in dem, wie wir uns hier auch weiter aufstellen wollen. Ein Baustein ist möglicherweise ja auch die Klausurtagung der Referenten gestern, wo möglicherweise ja auch Ergebnisse rausgekommen sind, die in diesen Prozess mit eingepflegt werden sollten, ne? Auch was unsere nächste Klausurtagung dann angeht. Da müssen wir schauen, was da in den nächsten Tagen noch kommt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das, was Nico hier jetzt beantragt hat, durchaus separat schon angegangen werden kann, weil die Punkte, die Nico beschreibt in seiner Mail, die hier gemacht werden sollen von diesem Projektmanager, sind einfach Punkte, die sind in den letzten anderthalb Jahren schlicht und ergreifend hier liegen geblieben. Die haben wir ganz einfach nicht gemacht, weil wir keine
Kapazitäten dafür hatten oder möglicherweise auch gar nicht gesehen haben, dass das ein oder andere davon sinnvoll ist. Auch wenn, oder wir haben ja die besondere Situation, dass wir momentan halt eben ohne Fraktionsgeschäftsführer da sind, der hoffentlich bald wieder bei uns sein wird. Aber selbst wenn er da ist, wird er diese Aufgaben nicht irgendwie innerhalb kürzester Zeit oder sowas erledigen können. Also wenn wir darauf irgendwo spekulieren, dass die Arbeiten dann irgendwie aufgegriffen werden können, ich glaube nicht, dass das dann irgendwie innerhalb einigermaßen angemessener Zeit tatsächlich zu realisieren ist. Das heißt, wenn wir jetzt extern jemanden dazunehmen, einen externen Blick auf diese Dinge bekommen, der sowieso schon mal gar nicht so ganz schlecht ist, dann entlasten wir zum einen, also das hat Nico gerade selber gesagt, natürlich Nico als parlamentarischen Geschäftsführer, aber auch eben unseren Fraktionsgeschäftsführer. Das ist zumindest meine Sichtweise darauf. Und insofern würde ich den Antrag soweit unterstützen. Ob wir jetzt da eine endgültige Entscheidung treffen müssen oder ob wir einfach mal sagen können, Nico, kümmere dich drum, guck mal, dass du da jemanden findest, der das machen kann, was vielleicht so ein bisschen über ein konkretes oder so ein einfaches Angebot hinausgeht, das weiß ich nicht. Das ist mir persönlich relativ egal. Mir wäre aber wichtig, dass wir dann nach der Klausurtagung dann damit starten können und nicht erst nach der Klausurtagung anfangen, irgendwie eine Ausschreibung zu machen. Dann kommt irgendwann im April, Mai, werden dann Gespräche geführt und in den Sommerferien haben wir dann tatsächlich jemanden hier, der anfangen kann. Das wäre mir tatsächlich zu spät. Insofern, ja, lass uns das bitte möglichst schnell irgendwie angehen. Moni? Ja, ich glaube, es ist eine ganz einfache Lösung, wenn ihr sagt, ihr kümmert euch, ne, und nehmt Kontakt auf und dann lasst uns doch erstmal gucken, was dann tatsächlich finanziell auf uns zukommt und lasst uns dann doch die Entscheidung treffen, wenn wir genaue Daten haben. Das, ne, würde den Prozess jetzt nicht aufhalten, aber dann haben wir zumindest eine Grundlage, auf derer wir dann entscheiden können, das ist es uns wert oder nicht, weil ich im Moment auch gar nicht weiß, ob dieser Betrag, den ihr da genannt habt, überhaupt realistisch ist. Also ich fände das gut, wenn jetzt der Vorstand den Auftrag kriegte, da sich drum zu kümmern und wir könnten dann vielleicht auf der Klausurtagung da einiges zu hören. Joachim? Ja, alles gut und richtig, was gesagt worden ist. Ich sehe momentan die Verschränkung dieser Prozesse nicht. Es geht auch nicht, glaube ich, um eine Ausschreibung, sondern um eine Angebotseinholung, weil es eine befristete Tätigkeit von vornherein per se ist, so wie Nico das angelegt hatte. Man kann sofort Angebote einholen und die Entscheidung dann fällen, wenn die Angebote da sind. Lukas? Ich wollte ein bisschen ergänzen zu Daniel Düngel. Es ist nicht so, dass das Sachen liegen geblieben sind, sondern viele Sachen sind in den letzten anderthalb Jahren erst gewachsen, zwangsläufig. Und da halt den Ist-Zustand zu erfassen und eine Analyse zu machen, was gibt es hier überhaupt, in welchen Bereichen, wie funktioniert es, eine Informationssammlung, einen Grundstock an Informationen zu sammeln, der die Fraktion abbildet, das brauchen wir, um halt darüber beraten zu können, wie es weitergeht. Also bitte an euch, der Vorstand soll machen und wenn es dann ums Konkrete geht, nämlich wirklich dann halt eben das Geld, wenn da halt eben konkretes Angebot vorliegt von jemandem, dann bitte schnell machen, weil jeder Tag ist eigentlich ein verlorener Tag für uns. Nico? Ja, genau, da wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass eben der Bereich für uns IT ein wesentlicher Baustein dieser Fraktion einfach darstellt, viel wesentlicher als vielleicht für die ein oder andere Fraktion. Ich auch sehe, dass die Aufgabe von diesem Menschen, von diesem Projektmanager eben genau da besteht, darin besteht, dort nochmal zu analysieren, Hilfestellung zu geben und uns ein Fundament für eine vernünftige Entscheidung zu geben, wie wir weiter vorgehen wollen. Und ich sehe das auch als sehr drängend an. Und insofern, ja, natürlich werde ich Angebote einholen. Ich habe ja auch schon mal so leicht rumgefragt, was es da vielleicht an Möglichkeiten gibt, weil es natürlich eine sehr diffizile Aufgabe ist und ich glaube, es wird das Anforderungsprofil, was wir hier haben, ist wirklich sehr speziell, weil wir uns halt grundlegend von normalen Kunden, von Unternehmensberatern unterscheiden. Wir unterscheiden uns sehr. Und wir haben auch ganz andere Anforderungen, ganz anderen Erwartungshorizont als die normalen Kunden von Unternehmensberatern.
Beratern. Und deswegen werden wir auch mit da standardmäßig wahrscheinlich nicht fündig werden, weil es eben, ich sag mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier mit einem normalen Unternehmensberater, der dann hier, weiß ich nicht, mit, wie er es sonst gewohnt ist, mit Effizienzhintergedanken und ich weiß nicht was hier rumtun, das trifft ja nicht auf uns zu und halt, wenn es darum geht, Arbeitsabläufe hier auch unter die Lupe zu nehmen, dann laufen die halt bei uns mit einem Piraten Hintergrund ab. Und ich glaube, ich sage einfach mal, 99% der am Markt verfügbaren Unternehmensberater werden das wahrscheinlich nur schwer nachvollziehen können, was für uns hier Priorität hat und was nicht. Insofern ist das sowieso schwierig und insofern wünsche ich mir da auch Vertrauen von der Fraktion, die richtige Auswahl dort zu treffen, weil ich natürlich mit dieser Person auch gut zusammenarbeiten muss. Aber ich hoffe, das kriegen wir hin. Bevor wir das jetzt abstimmen, dazu eine kleine Information, die ich gestern bekommen habe von jemandem, der mir sagte, er kennt jemanden aus einer kleineren Unternehmensberatung, der schon mal was mit Politik gemacht hat. Also nur als kleine Info. Ansonsten gibt es Bedarf, weitere 15 Minuten über diesen Top zu reden. Dann bitte ich jetzt um das Handzeichen. Ich wollte jetzt nicht kommen. Ja, dann tut mir das für deine Fußnägel leid, Toso. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung des Tops. Wer möchte dem Antrag folgen? Den bitte ich um das Handzeichen. Bis zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Achso, du schreibst den Namen noch auf. Bitte weiter melden. Ja, es gibt aber keinen. Gut. Wer möchte diesem Antrag nicht folgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Man ist doch gut, wenn man sich eine Grenze gibt. Da haltet ihr bitte für Nein nochmal die Hand hoch, damit der Max das aufschreiben kann. Ist das jetzt eigentlich die Max-Reform? Die Max? Nein. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall, damit ist der Antrag so angenommen. Und wir kommen zu... Nichts zu Top Nummer 8. Ich würde aber alle bitten, dass sich in der Pause, falls sich die Gedanken noch nicht gemacht... Joachim? Darf ich den Satz noch zu Ende reden? Dass sich alle in der Pause, falls sich die Gedanken noch nicht gemacht haben, über den nächsten Top, nämlich Besetzung von Kommunalausschuss und HFA, vielleicht noch mal Gedanken machen, falls das noch nicht geschehen ist. Ansonsten möchte Joachim noch einen Satz sagen, bevor wir die Pause machen. Ja, eh zu spät. Ich würde gerne einen konkurrierenden Antrag stellen zu dem, der gerade abgestimmt worden ist. Jetzt ist eigentlich, das ist zu spät, habe ich doch gesagt. Genau. Ja, das wäre toll gewesen, wenn das vorher gekommen ist. Jetzt geht das leider nicht mehr. Wir machen Pause bis 11.41 Uhr. Dankeschön. Alter, nimm ab. Sexismus ist es nicht. Sexismus ist es nicht. Oder vielleicht. Außerdem versuche ich, liebe Fraktion, ich versuche das jetzt auch mal mit den positiven Vibrationen. Und wir machen jetzt weiter und wir kommen zum Tages... Das ist Sexismus. Tagesordnungspunkt 8 und... Und wenn dann der liebe Daniel auch zur Ruhe kommen kann, dann ist jetzt der Dietmar dran. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 8, Umbesetzung Ausschüsse. Ja, also ich wäre dafür, dass wir den Tagesordnungspunkt schieben. Und zwar aus folgendem Grunde. Wir haben ja diese Arbeitsgruppe, die interne Arbeitsgruppe Referententableau,
die sich nicht nur mit den Referenten und deren Befassung mit den Ausschüssen beschäftigt, sondern eben auch mit einer Übersicht, Herstellung einer Übersicht über über alle Ausschüsse, insbesondere natürlich auch Kommunal- und HFA und alle Unterausschüsse, die damit verbunden sind. Einmal was die zeitliche Belastung angeht, Stunden, Sitzungsanzahl etc. pp. Wir haben das gestern Abend so ja, quasi beschlossen, dass wir bis kommende Woche, haben das, die Arbeit verteilt auf 5 Leute, bis kommende Woche eine Übersicht erstellen, sodass das jedermann vorliegen kann nächste Woche und jeder weiß, wie denn so die Arbeitsbelastung ist. Wie nein, doch, haben wir wohl gemacht. Haben wir wohl gemacht. So, und wenn wir das dann wissen, dann haben wir das alles schön übersichtlich, wie die zeitliche Belastung aussieht und haben auch eine Übersicht geschaffen, wie die Referentenbelastungssituation aussieht und dann könnten wir da vielleicht besser eine Entscheidung herbeiführen. Gibt es keine Gegenrede zu sich zum Verschieben, das heißt, wir verschieben den Tagesordnungspunkt. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt. Ja, ich hatte lediglich ein paar Ohnmachtsanfälle an meiner Seite, die ich bemerkt habe, aber da können wir ja noch mal drüber reden. Das heißt, wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 9, Bergfest und Sommerfest. Und der ist von Oliver. Ja, das Festkomitee. Ich würde sagen, wenn es dazu keine große Diskussion gibt, können wir das beschließen. Ansonsten müssten wir wenn es Diskussionspunkte gibt, die wir klären können, würde ich gerne, dass wir die jetzt aufwerfen und dann können wir die dann klären und dann nochmal einreichen. Das wäre meine Sache. Ich habe dazu ja, glaube ich, schon was erzählt. Frank. Ja, ich finde Feste super. Ich finde auch ein Sommerfest super. Ich würde nur für den ersten Vorschlag gerne einen anderen Titel finden und auch dieses mit 2/3 geschafft, das finde ich irgendwie alles so komisch. Oh, Entschuldigung, also das habe ich vom letzten Mal noch nicht mit aufgenommen gehabt. Ja, das war noch aus der, das ist im Grunde, soll nicht die Titel sein. Ja. Ich streiche die jetzt mal weg. Wenn man das dann streicht, dann ich streiche die jetzt mal einfach weg. Daniel. Es geht um Feiern, ich fühle mich gemüßigt, etwas zu sagen. Hab, glaube ich, auch. Bitte? Werde ich bestimmt trinken. Ja. Ich glaube, ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt mit dem Titel, hatte Frank jetzt gerade nochmal angesprochen. Ich verstehe den Antrag jetzt allerdings so, dass wir auch durchaus zum Beispiel im Sommer 2016 auch noch was machen können, wenn uns da auch irgendwas Passendes einfällt. Ist das korrekt, Olli, oder würdest du das mit deinem Antrag ausschließen wollen? Ich möchte das nicht ausschließen. Sehr, sehr schön. Dann bin ich voll glücklich. Moni? Ja, ich finde die Idee gut. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Ich möchte nur darum bitten, eine möglichst schnelle Klarstellung dann zu machen, wer dort zu diesem Fest kommen soll. Ich kann mich an diese unsägliche Diskussion erinnern. Und ich möchte ganz ungern wieder in die Situation laufen, die wir damals hatten, dass nämlich Ingo monatelang geplant gemacht getan hat und dann aufgrund dieser Diskussion, die hier entstanden ist, dann nichts stattfand. Also würde ich darum bitten, im Vorfeld diese Sachen zu klären, bevor man mit der Planung beginnt. Also ist es eine Parteiveranstaltung, wer wird da eingeladen? Da haben wir hier unsägliche Debatten drüber geführt. Und ich möchte einfach nicht, dass da Arbeitsressourcen eingesetzt werden, die dann wieder völlig umsonst sind. Und insofern fände ich das gut, wir würden das vorher klarkriegen. Hast du dir denn dazu schon Gedanken gemacht, Oliver, oder jemand anders? Oh, das kann auf der Rednerliste. Also kann ich antworten. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und zwar haben wir damals noch nicht gewusst, was wollen wir überhaupt für eine Form für eine Veranstaltung haben. Ich habe versucht, das innerhalb dieser beiden Punkte ein bisschen einzugrenzen.
und das, was den Arbeitstitel Bergfest trägt, also den November, so einen Rahmen geben, dass alle Fraktionsmitarbeiter, die komplette Fraktion daran teilnehmen soll und auch Leute aus dem Parlamentsbetrieb, Gäste aus dem Parlamentsbetrieb, also auch gerne von anderen Fraktionen und vielleicht auch Journalisten im Grunde so und vielleicht auch noch Gäste, die wir sonst so im Parlamentsbetrieb haben, also ich sag mal Lobbyisten vielleicht sogar, in diesem Umfang im Grunde, den auch andere Fraktionen machen, vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Darum haben wir sehr gut drum gerungen, ob wir sowas überhaupt wollen. Aber die Frage ist, wie benennen wir es? So, und mit dem zweiten Sommerfest würde ich gerne einen besonders großen Rahmen nehmen. Und zwar nur dann überhaupt eine Anmeldung fordern, wenn es einfach organisatorisch nötig ist. Das kann ja durchaus sein, dass wir das aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung wollen. Aber ansonsten wirklich so gut wie alle einladen, die wir irgendwie kriegen können und auch einen sehr, sehr informellen Rahmen, wollte ich sagen, also einen sehr causal Rahmen haben, um das Sommerfest durchzuführen. Also möglichst offen und frei Sommerfest, passt auch besser in den Sommer. Und ein bisschen kleiner, übersichtlich, gediegen, eher für uns und für die innerparlamentarische Präsentation die Sache im November. Ich glaube auch, dass tatsächlich was besonders Großes jetzt zum Beispiel Sommer 2014 überhaupt nicht mehr möglich wäre, von der Zeit her. So. Dietmar. Ja, ich finde alles soweit schön, wie Olli das vorgetragen hat. Nur was die Mengen angeht, alle Mitarbeiter und so ist klar und Gäste aus dem Landtag auch soweit klar. Wir müssen natürlich gerade, was das Sommerfest angeht, weil da steht alle Menschen bzw. alle, die sich voranmelden, sollten wir natürlich schon ein Kontingent festlegen, maximale Anzahl von Leuten. Aus Kostengründen. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Verstehe das richtig, dass Oliver dann den Hut auf hätte als Verantwortlicher? Er befürchtet sowas. Dann können wir die beiden Feste abstimmen. Wer ist dafür, dass wir mit dem Noch-Titel Bergfest, circa November 2014, die Veranstaltung wie beschrieben stattfinden lassen? Den bitte ich um das Handzeichen. Nein, ich habe doch gerade gesagt, der noch so heißt. Bitte lass die Hände oben. Ich enthalte mich. Ich frage mich so lange. Die Berliner Fraktion hat auch ein Bergfest. Lasst bitte die Hände oben, die dafür sind. Hände hoch. Die Patschehändchen. Ich kann es nicht sehen, der Bildschirm ist erst seit einem halben Jahr kaputt. 2015. Stand, Dings. Haben wir einer der beiden Fräulein vom Amt? Wir haben das immer wieder weitergegeben. Macht Jahreslauf auch jede Woche. Jetzt aber nicht. Wer ist? Ihr könnt die Hände runternehmen. Wer ist dagegen, dass wir im November diese Veranstaltung machen? Wer enthält sich? Da habe ich was mit Kai. Da habe ich was mit Kai gemeinsam, das freut mich. Er hat dazu gestimmt. Gut. Vielen Dank, dann haben wir das beschlossen, dass dieses Fest im November 2014 fast. Joachim versucht sowas wie einen Geo-Antrag, den wir nicht zu haben, aber bitte. Wenn ich rede, ist kein Geo-Antrag. Ja, genau, wenn ich rede, ist kein Geo-Antrag.
Ja, dann bist du jetzt dran. Also der Name ist ja noch nicht final beschlossen. Vielleicht könnte sich dann die Festivitätsgruppe dann noch einen neuen Namen ausdenken. Frank? Das ist ein cooler Titel. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr noch... Liebe Fraktion, ich bin mir ganz sicher, dass ihr noch einen schönen Namen findet. Wir kommen jetzt zur zweiten Abstimmung. Und zwar zu der Veranstaltung im Sommer 2015, aktueller Arbeitstitel Sommerfest. Wer möchte, dass wir dieses Fest machen, den bitte ich um das Handzeichen. Im November. Das Sommerfest im Sommer 2015, Toso. Ach ja, richtig. Könnt ihr auch zuhören? Danke. Nee. Oder abstimmen? Nein. Ich dachte. Birgit auch noch. Wer ist dagegen, dass wir das Sommerfest im Sommer 2015... Ihr könnt die Hände runternehmen. Wer ist dagegen, dass wir das Sommerfest im Sommer 2015 machen? Wer enthält sich? Ich hätte ja keine gefragt. Ja, ich habe das so verpasst. Er hat den Timer bedient. Damit ist auch das Sommerfest im Sommer 2015 beschlossen. Wir Eventpiraten. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Kommunikation bezüglich Fraktionsveranstaltungen. Der ist von Birgit eingebracht. Bitte, Birgit. Ich ziehe den Punkt zurück. Dann nehme ich den. wir haben den das... Ja, für mich aber nicht, wenn dann unter vier Augen. Ich hätte es aber ganz gerne nochmal, dass das, weil es schon diese Veranstaltung hier gab, wo auch Berliner waren. Ich habe während der Veranstaltung über Twitter davon erfahren und kann ja auch sein, dass es 4 Monate vorher oder so schon mal einmal angekündigt war, aber für mich einfach nur, da muss ich jetzt auch keiner rechtfertigen, der Appell, dass solche Veranstaltungen wirklich nochmal offen und zeitnah vor der Veranstaltung an alle kommuniziert werden. Frank möchte was dazu sagen. Ja, eigentlich danke, dass er zurückgezogen wurde, weil das, glaube ich, schon besprochen war. Das war auch hier in der Fraktionssitzung besprochen, nicht jedes Mal allerdings. Es wurde sogar jemandem der Hut aufgesetzt, Dietmar in dem Fall, zur Organisation. Ansonsten war das halt Ihnen recht, das war auf der Fraktionsversammlung besprochen worden, dass die Gruppe Ihnen recht sich trifft, ungefähr 10 Leute aus der Fraktion, die mit Ihnen recht zu tun haben, wussten die ganzen Abläufe. Aber wir nehmen das auf, natürlich kann man dann auch nochmal grundsätzlich Termine bekannt geben, klar, keine Frage. Da sind wir uns ja alle einig, das heißt, keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen, oh ja, zu Top Nummer 11. Haben wir eigentlich schon. Kekse und Kaffee PGFO ist erledigt worden unter Top 2 beim Bericht des Vorstands. Das heißt, wir kommen zu Top Nummer 12. IT, eingebracht von Michelle, aber ich glaube, das wäre was für einen nicht öffentlichen Teil, wenn ich mich recht erinnere. Kann das sein? Gut. Dann packen wir den gleich in den nicht öffentlichen Teil und überspringen den und kommen zu Top Nummer 13. Antrag Vernetzung mit der Basis auf der NRW-Aktiven, eingebracht von Michelle. Bitte schön. Ja, okay,
Über den Punkt haben wir in den letzten Tagen trefflich gestritten. Der Antrag ist allerdings schon, das muss ich dazu sagen, 6 Tage alt. Da gab es die Diskussion so noch nicht. Ich habe den Antrag mitgebracht vom TDPA. Da wurde im Grunde genommen, man möge mich verbessern von den beiden, die den Vortrag gehalten haben, quasi in diesem Wortlaut gesagt, es sollte doch ein Antrag eingebracht werden. Ich meine sogar, wir haben den schriftlich bekommen, Kai. Du darfst mal. Ist per Open-Antrag eingereicht worden sogar. Boah, geil. Da ist sogar ein Link. Ich kann das nur nicht lesen, weil der Monitor ist kaputt. Ja, und ich habe den jetzt einfach übernommen und habe ihn hier eingebracht, weil das ist kein Antrag, den man übernehmen kann und irgendwie selber behandeln kann, sondern das ist was wir in der Fraktionssitzung besprechen müssen. Und da wünsche ich euch schöne 14,5 Minuten. Der nächste Redner ist der Lukas. Danke. Ich gehe jetzt einfach mal mit einer These in die Diskussion und sage, eine Diskussion auf Mailinglisten ist ohne Regeln und ohne vorherige Zieldefinition der Diskussion nicht möglich, nicht durchführbar. Und ich denke, das ist auch der Grund, wieso die Mailinglisten der Partei immer weiter irgendwie an Akzeptanz verlieren, wieso nur noch einige wenige tatsächlich der Aktiven sich dort auf diesen allgemeinen Mailinglisten rumtreiben. Mailinglisten sind in Ordnung, um Sachen anzukündigen für kleinere Arbeitsgruppen, da funktionieren sie. Diese globalen Mailinglisten, die, und so suggeriert es der Eintrag, irgendwie die Basis repräsentieren, die gibt es meines Erachtens nach nicht. Das ist auch eine Diskussion, die läuft parallel in der Partei selbst. Und ich denke, wir sollten so einen Beschluss nicht annehmen. Dann ist jetzt die Moni dran. Dann Daniel, du. Ich hätte das auch gerne definiert. Also ich finde, es ist eine andere Sache, ob ich sage, okay, wir lesen in Anführungszeichen, gucken, was ist da thematisch gerade am Laufen. Aber was bedeutet Mitarbeiten? Ja? Mitarbeiten kann viel sein. Ich möchte mich nicht dazu jedem Thema äußern. Viele Dinge sind, finde ich, auch unrelevant. Insofern hätte ich gerne gewusst, was dieses Mitarbeiten bedeutet. Wenn es darum geht, dass man sich dort informiert, was da thematisch abläuft, ist das für mich in Ordnung. Aber ich würde mir jetzt nicht sagen lassen, was ich da jetzt in Einzelfällen zu tun habe. Das weiß ich jetzt auch nicht, was mit dem Antrag da gemeint ist. Daniel? Ja, Tool-Diskussion, Basisdiskussion und so weiter und so fort. Lukas, ein Stück muss ich dir halt widersprechen, wenn gleich du mit der Grundaussage zumindest zum jetzigen Zeitpunkt recht hast. Denn aktuell ist es ja tatsächlich so, dass Mailinglisten-Diskussionen selten irgendwie wirklich mit einem qualitativen Ergebnis oder so am Ende dastehen. Und das betrifft sogar uns hier selber, unsere eigenen Mailinglisten, und ich schrieb das ja zuletzt auch, ich glaube auch genau zu diesem Punkt. Nichtsdestotrotz, also das hat ja durchaus mal funktioniert, also als ich vor ewigen Zeiten, das müsste 2009 gewesen sein, in diese Partei eingetreten bin, gab es durchaus Diskussionen auf Mailinglisten, die irgendwie relativ zielorientiert und ergebnisorientiert waren. Nicht alle, es gab auch seinerzeit schon genug Trolle, lieber Toso. Aber nichtsdestotrotz, ich hab da durchaus die Erinnerung dran, dass das eben da sinnvolle Diskussionen auch geführt wurden. Was den Antrag hier selber angeht, ich glaube schon, dass wir als Abgeordneter des Landes oder des Landtags Nordrhein-Westfalen und die wir für die Piraten halt hier im Landtag sitzen, irgendwie dieses Kommunikationsmedium verfolgen sollten. Ja, also die NRW-Mailingliste ist halt, ja, jetzt kann man sagen leider, aber ist halt so irgendwie Kommunikationsmedium Nummer eins. Ich habe den Eindruck, dass das halt eben nicht von allen gemacht wird, weiß das auch von einigen, ne, dass sie eben nicht die Mailingliste lesen. Ich verstehe auch absolut die Gründe dahinter, also ich kann das nachvollziehen und finde das auch gar nicht irgendwie weiß ich nicht, so wahnsinnig problematisch. Ich finde eigentlich viel wichtiger, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir diese Gründe, die da vorliegen, möglicherweise auch abstellen können. Also wie wir auch als Fraktion da vielleicht anders auftreten können,
um diese Dinge irgendwie abzumildern oder wie auch immer, also gerade was persönliche Angriffe und so weiter irgendwie angeht. Unterm Strich steht für mich aber trotzdem, dass wir zumindest die Diskussionen darauf verfolgen sollten. Ich finde, dass zu wenige sich von uns da auch mal aktiv in eine Diskussion irgendwie mit einbringen, zumindest mal vielleicht hier und da signalisieren, ja, wir sind da, wir verfolgen, was hier auf den Mailinglisten passiert und äußern halt irgendwie ein Stückchen unsere Meinung. Also insofern, ich bin dankbar für den Antrag, ob der so beschlossen werden kann, weiß ich nicht, oder ob der überhaupt so beschlossen werden muss, aber ich finde die Diskussion an sich recht wichtig und vielleicht stößt die irgendwie ein bisschen so einen kleinen Denkprozess oder sowas innerhalb der Fraktion an, wie wir damit in der Folge umgehen können. 3 Minuten, genau, super. Kai. Zunächst mal hat Daniel natürlich wieder alles Mögliche Richtige gesagt. Die Frage ist tatsächlich, ob der Antrag so, wie er formuliert ist, ausführbar ist und unbeschließbar ist. Nichtsdestotrotz geht es aber auch tatsächlich darum, wie tauschen wir uns eigentlich mit der Partei aus? Ist die NRW-ML da ein geeignetes Instrument? Ich habe das für mich entschieden, dass das ist, weil ich das von Anfang an getan habe auf der NRW-ML. Ich möchte aber kurz auf die These von Lukas eingehen. Eine Diskussion auf Mailinglisten sei nicht konstruktiv möglich oder was ohne Regeln. Wir haben ja in dieser Fraktionssitzung durchaus Regeln und das ist hier auch nicht möglich. Also ich stelle mal die Gegenthese in den Raum, Kommunikation hängt immer von Menschen ab, von Emotionen und von Spannung zwischen Menschen und nur teilweise vom Medium, in dem sie stattfinden. Also natürlich gibt es da Teilaspekte, die das auf einer Mailingliste etwas schwieriger machen, aber nichtsdestotrotz kann ich für mich sagen, dass ich auf der NRW-ML schon deutlich bessere Diskussionen geführt habe, als hier in dieser Fraktionssitzung jemals der Fall gewesen ist. Ein Argument ist ja auch immer die bösen Trolle. Ja, und es gibt aber auch im Internet genauso die Regel, im Internet zwingt dich niemand, irgendwas zu lesen, was du nicht lesen willst. Das heißt, man kann das geschriebene Wort deutlich besser ignorieren als das gesprochene Wort. Und Mann. Okay. Galaktisch global. Galaktisch global, ja. Man kann das. Ich kann das nicht. Okay. Wie auch immer, das ist aus meiner Sicht möglich. Wenn das andere nicht möglich ist, okay, dann nehme ich das zur Kenntnis, ja. Ich finde aber, und das ist der Grund, warum ich die Idee an sich richtig finde, dass auch die Fraktion, also wir, ein Stück weit Verantwortung dafür tragen, wie Dinge in der Partei laufen. Siehe zum Beispiel auch Initiativen von mir zu Liquid Feedback. Das heißt, wir sollten, wir haben uns ja auf der Fraktionsklausur vorgemacht, wir seien Vorbilder, wir sollten da auch mit gutem Vorbild vorangehen und da auch versuchen, wirklich konstruktive Diskussionen zu führen, auch auf der NRW-ML. Und wir sollten auch Tools wie Liquid Feedback befeuern, wenn man dazu steht natürlich nur. Wenn man der Meinung ist, dass das ist so richtig. Ich persönlich bin der Meinung, das sind die Dinge, die wir nutzen sollten. Und deswegen finde ich den Antrag an sich schön und es vor allen Dingen wichtig, darüber zu reden. Olaf? Ja. Dann oute ich mich hier direkt mal. Also ich lese die Liste nicht, beziehungsweise nur sehr minimal, womit jetzt geklärt ist, dass ich die Liste ja zumindest abonniere. Allerdings ist es eine der Listen, die am meisten hinten bei mir runterfällt, weil ich sage mal so, ich habe mehr Aufgaben und mehr zu tun, als ich hier schaffen könnte bei 24 Stunden. Das heißt, ich muss mir über den Tag Prioritäten setzen, über die Woche Prioritäten setzen, über den Monat Prioritäten setzen und da fällt immer mal hinten was runter, muss einfach so. Und da fällt zum Beispiel ganz definitiv, gehört da für mich die NRW-aktive Liste dazu. Weil ich kann sehr wenig mit dieser Liste anfangen. Ja, also es besteht zum Teil wirklich, sehe ich die Sache mit der Kommunikation dort sehr nur eingeschränkt möglich. Ich möchte dort aufgrund des Tonfalls, der dort herrscht, nicht aktiv mitmachen. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, wenn ich in Räumen bin, in denen beleidigt wird mit Worten
und es wird sich dann nicht irgendwie an halbwegs anständige Regeln gehalten, verlasse ich den Raum. Adäquat dazu wäre es, ich bestelle die E-Mail-Liste ab. Mache ich jetzt nicht ganz so. Im Grunde genommen gucke ich immer mal wieder rein, gucke, was dort geschrien wird, aber halte mich dem weg und werde das auch sicherlich in der Zukunft nicht anders tun. Vor allem ist es eine Frage, inwieweit wir diese Sachen sowieso verpflichtend machen sollen. Soll man das demnächst überprüfen? Muss dann jeder irgendwie auf Fragen, was in der Mailingliste gelaufen ist, korrekt antworten können? Also es ist eine Sache, selbst wenn wir es als Selbstverpflichtung machen, wird es eine Farce, der eine tut es, der andere tut es nicht. Vor allem, was mich stört, ist, dass die Mailingliste, ja, sie kann von manchen Leuten als das Kommunikationsmedium Nummer 1 angesehen werden, sehe ich nicht. Denn was ich auf den ganzen Listen verfolge, und da gehört auch die Aktive zu, dass sich dort hauptsächlich die Leute durchsetzen oder das am meisten kommt. Also man müsste eigentlich mal gucken, wenn man sich die Sachen anguckt, sind immer die Sachen besonders mit starken Threads und besonders im Interesse belegt, wo Leute ziemlich herbe, schroff argumentieren, teilweise sogar beleidigend werden. Und das führt dazu, dass sensiblere Menschen einfach gehen. Und dadurch findet dort auf der Liste für mich eine Verzerrung der Inhalte der Partei wahr und auch der Meinung in der Partei, dass ich das in keinster Weise als irgendwie einen Durchschnittswert für die Partei sehen kann. Und von daher finde ich sogar, wenn man es so unter dem Aspekt betrachtet, sogar noch schädlich, wenn man sich diese Liste daraufhin aneignet, das ist die Meinung der Partei. Das finde ich also eher sogar noch falsch. Lukas. Ich hatte heute, glaube ich, auch auf Twitter eine Diskussion darüber und da sagte jemand, TM, das gleiche wie, oder sinngemäß ungefähr das gleiche wie Kai, nämlich er brachte halt eben dieses Werkzeugargument und das Werkzeug per se, die Mailingliste ist ja eigentlich nicht schlecht. Das stimmt, allerdings muss man lernen, wie man ein Werkzeug benutzt, bevor man es benutzt. Und das ist dann halt auch so eine Sache, die in unserer Partei, aber auch in unserer Fraktion nicht geschehen ist. Es gibt Regeln für die Verwendung von Mailinglisten. Ja, das ist nämlich die Netiquette. RFC 1855, um genau zu sein. Vielen Dank an Alios, der mir nochmal den Tipp gegeben hat. Und da stehen Grundregeln drin. Aber die muss man lesen und annehmen und verstehen und auch anwenden. Und das geschieht nicht. Das könnten wir natürlich umgehen, indem wir halt irgendwie eine Pflichtschulung einführen zur Bedienung der Mailingliste mit einer Abnahmeprüfung oder Zulassungsprüfung. Dann könnte das vielleicht funktionieren. Aber da das unrealistisch ist, ist die Benutzung der Mailingliste per se nicht funktional und wird so halt nicht funktionieren und funktioniert auch nicht. Funktioniert auch schon seit Jahren nicht. Ich lese die NRW-Mailingliste auch seit dem allerersten Tag, nämlich als ich damals die NRW-Mailingliste von der aktiven global auf Bundesebene abgespalten hatte. Und ich habe so ein bisschen die Entwicklung mitbekommen. Aber es funktioniert einfach nicht. Und Worte ignorieren, die dort geschrieben stehen, kann ich persönlich nicht. Ich kann sie vor allem auch nicht stehen lassen, wenn dort Falschaussagen getroffen werden. Das kostet mich unglaublich viel Kraft und das bringt mich dann immer wieder dazu, mich in diesen Rechtfertigungslimbo oder Gegenangriff überzugehen. Und ich brauchte ziemlich viel Zeit, um damit überhaupt umgehen zu können. Mein Höhepunkt war damals in dieser unsäglichen Strukturdiskussion irgendwie im Landesverband erreicht. Ich habe mich da irgendwie durchgekämpft, habe viel Federn gelassen, kann jetzt damit umgehen, aber das möchte ich keinem anderen zumuten, diesen Weg zu gehen. Das ist einfach unmenschlich. Und ich würde mich eher dafür einsetzen, dass wir auch die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, mit einer kleinen geschlossenen Gruppe vielleicht auch in die Partei widerspiegeln. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich mich in der Partei dafür einsetze, dass dort dieses Problembewusstsein, Mailingliste, auf die Tagesordnung gehoben wird, dass man sich darüber unterhält, wie uns diese Mailinglisten-Diskussionen eigentlich blockieren, wie viel Ressourcen sie fressen, wie wenig sie bringen und dass wir uns letztendlich konsequent dafür einsetzen, solche NRW-weiten Mailinglisten komplett abzuschaffen. Dö. Daniel? Okay,
Es wäre total nett, wenn ihr jetzt den Daniel zu Wort kommen lasst. Dankeschön. Dankeschön. Das Lustige ist, ich glaube, keiner hat genau gelesen, was da steht. Es geht ja nur darum, dass wir mitteilen sollen, ob wir sie benutzen oder nicht. Und wenn nicht, dann begründen, warum nicht. Und das ist das Interessante, das tun wir nämlich gerade. Also insofern, wir behandeln diesen Antrag schon. Das ist das Schöne daran, nur dass wir es jetzt nicht gerade irgendwie gesammelt, wir tun es auch gesammelt hier, wie auch immer. Allerdings steht natürlich dahinter der nicht ausgesprochene Druck, man möge sich doch bitte gefälligst daran beteiligen, weil man sich anschließend, weil man sich andernfalls rechtfertigen möge, was ich nicht mag, sowas. Aber ich kann das für mich auch tun, ich nutze diese Liste auch nicht und ich werde das auch nicht tun, weil wir irgendwann mal gesagt haben, Gesundheit geht vor und meine persönliche Gesundheit leidet unter dieser Liste, muss man echt so sagen. Und ich habe auch wirklich furchtbar viel andere Sachen zu tun, die weitaus konstruktiver sind. Das ist einfach kein geeignetes Mittel für diese Verbindung zur Basis oder wie auch immer zu den aktiven Piraten, die man sich so wünscht. Insofern, der Wunsch, dass wir in irgendeiner Form vernetzt sind mit der Basis, den akzeptiere ich vollkommen. Aber das geht eben nicht über diese Mailingliste, aus den bereits genannten Gründen. Dankeschön. Michel? Ja, mir sind ganz viele Sachen eingefallen, ganz viele, wie Joachim immer sagt, Assoziationen, während ich die Diskussion so gehört habe. Also zu dem einen Mailingliste und Tool-Diskussion und ob das nur das richtige Tool ist oder nicht, ist mir sofort eingefallen von Warcraft 3 der Spruch, Waffen töten keine Menschen, ich mach das. Also das Werkzeug ist egal, es kommt immer darauf an, wer das Werkzeug einsetzt. Ich habe allerdings auch einen sehr schlauen Satz dazu hier gehört. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Irgendjemand hat gesagt, das Niveau der Liste steigt natürlich auch nur, wenn da Leute sind, die das Niveau heben wollen. Und eine Möglichkeit wäre, dass wir mit genau diesem Anspruch die Liste dann auch bevölkern und auch diese Liste dafür benutzen, entsprechende Diskussionen zu führen, sachliche Diskussionen zu führen, mit den Leuten auch mal hart ins Gericht zu gehen, die eben über die Stränge schlagen. Ja, ich mache das ja schon, von daher ist das der Vorschlag, dass man das gemeinsam tut. Es wurde allerdings auch gesagt, man sollte vielleicht mit einer kleinen Gruppe, wobei ich nicht weiß, warum es eine kleine Gruppe sein muss, zurückreflektieren von hier in die Basis rein, in die Liste rein, wie man bessere Basisbeteiligung macht. Da kann ich nur sagen, da gab es eine Arbeitsgruppe Basisbeteiligung in dieser Fraktion. Da haben dann am Ende 3 MDL teilgenommen. Und genau das ist der Punkt, wo nach meinem Gefühl eben auch der Unmut aufkommt und eben auch so eine Diskussion beim TDPA aufkommt, weil die Basis, in Anführungszeichen, sich eben nicht mehr vorstellen kann oder nicht mehr sieht, dass tatsächlich jeder, der hier jetzt im Landtag sitzt, sich entsprechend vernetzt hat mit der Basis, auch das will, auch das schafft zeitlich, selbst wenn er es will, sodass einfach das Gefühl, und das ist, glaube ich, auch das, was dieser Antrag aussagt, und deswegen habe ich den auch übernommen und deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen darüber reden, das Gefühl der Leute und auch mein Gefühl, das muss ich ganz unumwunden zugeben, ist, dass wir in einigen Bereichen hier die Bodenhaftung verloren haben und sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Lösung. Und wir haben unser Wissen, früher wurde immer gesagt, wir wollen nicht, dass wir in so eine Art, so eine Wissenselite werden. Jetzt sind wir aber die Wissenselite und wir sind auch die Zeitelite und wir werden auch noch dafür bezahlt, dass wir das Ganze machen. Und wir machen halt sehr häufig, oder wir verfallen halt sehr häufig in so einen, in eine Haltung, die da sagt, okay, wir treffen jetzt einfach mal eine Entscheidung, wir machen das so, es ist keine Zeit, die Basis zu fragen, außerdem ist die Basis sowieso blöd und hat gar nicht alle Hintergrundinformationen, also lass uns mal anders machen, lass uns mal hier entscheiden. Und das ist, glaube ich, das, was auch da angeprangert wurde und das ist das, warum die Basis fordert, bitte macht mit, bitte zeigt, dass ihr auch auf der Liste mitmacht. Und deswegen dieser Antrag. Wir haben noch jede Menge Wortmeldungen, sind aber schon 4 Minuten über die Zeit. Deshalb muss ich mal kurz fragen, wer hat den Wunsch, die weiteren 15 Minuten, von denen wir jetzt schon 4 haben, weiter zu diskutieren? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Wer möchte das nicht? 1, 2, 3. Und wer enthält sich?
Ab 12.45 Uhr eine Dreiviertelstunde. Eins, zwei. Die Mehrheit ist dafür, dass wir die angebrochenen weiteren 15 Minuten noch machen. Gut, dann bin ich jetzt auch an der Reihe. Ich finde den Antrag bezüglich der Formulierung mitlesen und mitarbeiten auch schwierig. Ich habe zwar jetzt gerade einige Argumente gehört, die eigentlich dafür sprechen, dass man da auch mitarbeitet. Ich hatte aber dazu auch schon was geschrieben, nämlich dass ich schon wichtig finde, zumindest von den Überschriften her, zu wissen, womit sich NRW zumindest auf dieser Liste beschäftigt. Das heißt sicherlich nicht, dass ich alle Threads bis zum Ende lese. Meistens, das wissen ja alle, reichen die ersten 2 bis maximal 3 Mails, um zu wissen, was Thema ist. Ich lese auch die Bochumer Mailingliste und nicht, weil das irgendwie Spaß macht, sondern oder weil ich denke, da wird doch irgendwie... Ja, manchmal macht sie auch Spaß, aber das ist für mich als Bochumerin einfach wichtig zu wissen, was da im Moment in Bochum passiert. Und genauso ist es für mich jetzt als Abgeordnete in NRW wichtig zu wissen, womit sich die Mailingliste beschäftigt. Aber mitarbeiten, ich will mich nicht gezwungen sehen, wenn ich sehe, da ist irgendwie etwas Widersprüchliches oder da jedes Mal irgendwie meine Meinung reinzuhauen. Also deshalb würde ich das gerne trennen. Also dass man sich informiert, womit sich NRW beschäftigt, ja, zwingend mitarbeiten, sehe ich nicht. Frank. Jo, ich glaube, das mit dem Interpretieren ist immer so eine Sache, aber vielleicht sind wir schon zu viel Profi, als dass wir jetzt hier bei einem Antrag jedes Wort auf die Goldwaage legen sollten, wie wir das halt so bei Anträgen der Opposition bzw. der Regierungsfraktion halt machen, also der anderen. Ich glaube, dass dieser Antrag ein Aufruf nach Beteiligung ist. Und das sollten wir eigentlich, sollte jeder für sich verinnerlichen. Es sind ein bisschen zu häufig Meldungen oder Aussagen gefallen, das lese ich nicht mehr. Ob jetzt die Liste, eine andere Liste oder sonst was, ist mein Eindruck. Und Michelle hat auch gerade viel gesagt, wie dann möglicherweise Abgeordnete hier denken, Basis ignorieren oder sowas, finde ich alles viel, viel zu extrem ausgedrückt. Es ist bekannt, dass wir hier unter sehr starkem Druck stehen, sehr viele Aufgaben haben, sehr viel Zeit verbringen. Ich verstehe den Antrag so, dass wir trotzdem noch Zeit übrig haben sollten und uns Zeit nehmen sollten, die Mailinglisten, ich würde das jetzt gar nicht mal nur auf diese eine beschränken wollen, zu lesen und uns einzubringen, da wo es Sinn macht, nicht bei jedem Thread. Es sind ganz gute Diskussionen auf der NRW-Mailingliste gelaufen, es sind ganz schlechte gelaufen. Man kann sich nicht überall einbringen, also dass man überhaupt da ist. Ob das Niveau dann insgesamt mal gehoben wird, ist auch noch so eine Sache. Das kann ja auch stellenweise noch mal absinken. Möchte ich jetzt hier, was auch immer. Also ich verstehe den Antrag als grundsätzlichen Aufruf nach Beteiligung, bin dafür dankbar. In dieser Art würde ich ihn unterstützen und das war mein Beitrag dazu. Oliver. Diese 30-Minuten-Diskussion hier, die wir jetzt führen, ist ja im Grunde schon eine gesammelte Mitteilung, ist dafür geeignet. Von daher, auch wenn ich den Antrag ansonsten nicht so hübsch formuliert finde, würde ich dem Antrag in dem Fall zustimmen und dann einfach das, dieses 30-Minuten-Dokument als entsprechende Antwort sehen. Dazu mein Beitrag. Ich war immer der Meinung, Mailinglisten und Newsforen sind wesentlich konstruktiver als zum Beispiel das IAC, aber konstruktiv hängt halt vom Kommunikationsziel ab und die Ziele sind ja im Ausgangsposting ja auch nicht immer konstruktiv. Das heißt, wenn das Ausgangsposting oder die entsprechenden ersten Antworten nicht ein bestimmtes Ziel aufweisen, dann was konstruktiv ist, dann ist eben das Ziel ein anderes. Das ist auch häufig das Problem, dass diese Ziele manchmal vielleicht auch gar nicht so gewollt sind von denen, die die Posting schreiben. Nun sind wir hier als Abgeordnete ein guter Schnitt durch die Mitglieder, glaube ich, zumindest durch die besonders aktiven Mitglieder in ihrem Kommunikationsverhalten. Und deshalb nutzen manche Abgeordneten hier diese Mailingliste und manche nicht, manche aktiv, manche weniger aktiv. Ich denke,
bei den aktiven Mitgliedern ist das nicht anders. Wir benutzen die Kommunikationskanäle sicherlich nicht weniger als aktive Mitglieder sonst in der Partei. Nun hat er eigentlich den NRW-Mailingliste einen offiziellen Charakter, das heißt, man könnte davon ausgehen, die Mailingliste ist sozusagen Pflichtlektüre und keine Option wie Twitter oder Piratica oder sonst was, aber nur eigentlich, weil in der Praxis hat die Liste meines Erachtens derzeit gar keine Relevanz mehr oder kaum Relevanz. Gefühlt ist Twitter derzeit relevanter als die NRW-Mailingliste. Und kein Vergleich zu regionalen Listen wie Bochum oder auch inhaltlichen Listen wie AK Bauen und Verkehr, wo ich natürlich jeden Post lese. Die Frage ist, ob es unsere Aufgabe als Abgeordnete ist, erstens die Liste zu fördern. Das fand ich eine sehr wichtige Frage, die aufgeworfen wurde. Ob wir das Niveau heben können, ist eine andere Frage. Zweitens, ob es unsere Aufgabe ist, die Kommunikation insgesamt in der Partei zu fördern und wenn die NRW-Mailing nichts taugt, vielleicht einen anderen Kanal entsprechend mit gemeinsamer Kraft so zu fördern, dass er auch von allen Mitgliedern angenommen wird. Ich glaube schon, dass wir da eine gewisse Aufgabe haben. Ich möchte es aber erstmal so im Raum stehen lassen, weil es hier nicht die Diskussion ist. Ich persönlich, um noch mein Statement abzugeben, überfliege die Themen der Liste gezwungenermaßen meistens. Ich bekomme fast alle Threads zumindest mit, wenn er im Thread sich der Inhalt wandelt, kann ich da auch nichts zu tun. Wenn ich allerdings lange Threads lese und ausführlich antworte, wofür ich mir sehr viel Zeit oft nehme, habe ich leider immer das Gefühl, Zeit zu verschwenden und am Ende ärgere ich mich. Deine Zeit. Das ist jetzt einfach mein Gefühl, meine Zeit ist um. Dietmar? Gut, okay. Ich mache das jetzt nicht mit dem Formalfu in Bezug auf Open-Antrag und die Tatsache, dass hier ein Antrag zur Geschäftsordnung der Fraktion gestellt worden ist, lassen wir dahingestellt sein, die Diskussion läuft einfach. Die lief ja auch auf der 20-Piraten-Liste. Ich hoffe, der Antragsteller oder die Antragstellerin hat diese Liste abonniert und liest die mit, sodass sich für mich eigentlich die Frage stellt, können wir möglicherweise... Ich weiß gar nicht, wer da überhaupt alles Schreibrecht hat, ob die, die dort angemeldet sind bei 20 Piraten, auch Schreibrecht haben oder nur Leserecht. Bitte? Nein, kein Schreibrecht. Dass wir natürlich bestimmte Dinge einfach mit der NRW-Mailingliste synken, beispielsweise. Es könnte ja denkbar sinnvoll sein, dass wenn wir hier irgendwelche Diskussionen anstoßen, die auch für die NRW-Liste interessant sind. Ich habe dazu in diesem Thread auf der 20-Piraten-Liste einiges geschrieben, wie man damit umgehen sollte oder will. Mein Gott, jeder macht das so, wie er Bock drauf hat. Auch das war für mich auch so. Die NRW-Liste war, glaube ich, meine erste Mailingliste, die ich überhaupt abonniert hatte. Politische Diskussionen finden da auch meines Erachtens fast gar nicht statt. Fast gar nicht. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und von daher kann ich zum Beispiel auch sehr gut Birgits Argumentation nachvollziehen, die sie da in dem Thread geäußert hat. Oder auch die hier von Daniel Schwert geäußerte Argumentation. Wie auch jeder andere, ich es respektiere, jeder soll das so halten, wie er lustig ist. Sonst müsste ich eigentlich sagen, liebe Basis, ich verpflichte euch dazu, unsere Listen zu lesen, die lesbar sind. Ich verpflichte euch vor allen Dingen dazu, unsere Homepage, unsere Blogbeiträge und so weiter zu verfolgen. Ich habe also in vielen, vielen Diskussionen immer wieder gehört, auch mit echt aktiven Piraten, ja, wo lese ich denn mal was von euch? Ja, Leute, ich sage Menschenskinders, wo sind wir denn? Internetpartei, informiert euch einfach, geht mal auf unsere Seiten, geht auf Blog, geht auf die Landtagsseite, klickt einfach Piraten an, gebt ein Stichwort ein, Piratenfraktion oder was auch immer. Also das ist alles keine Einbahnstraße und jeder mag es so handhaben, wie er Bock drauf hat. Ich persönlich sage, ich lese da einiges von der NRW-Liste. An manchen beteilige ich mich in letzter Zeit allerdings wirklich weniger, weil keine besonders aus meiner Sicht sinnvollen Diskussionen dort stattfinden, schon gar keine politischen. Und manchmal geht es auch um viel Formalfu, auch Organisationskram des Landesverbands finde ich auch gut, finde ich auch manchmal wichtig und sinnvoll und da möchte ich selbstverständlich auch dran teilnehmen, aber das betrifft mich. Ich möchte das dann und ich möchte hier keine Allgemeinverpflichtung sehen und ich möchte eigentlich auch nicht mich dafür rechtfertigen, wenn ich etwas nicht lese oder lesen möchte. Danke. Kai? Ja, spannende Diskussion. Was soll die Liste sein? Ich verstehe eine NRW-Mailingliste, also eine Mailingliste, an der sich alle NRW-Piraten beteiligen können, so, dass dort ein kreisübergreifender, landesbezogener Informationsaustausch stattfinden kann. Der betrifft selbstverständlich auch
die Piraten hier im Landtag, die als Abgeordneten hier sind. Warum ist das nicht so? Gut, da gibt es mehrere Gründe. Da gab es Schlachten, die da geführt wurden. Da gab es massenweise Leute, die gesagt haben, ich kann das nicht mehr ertragen. Dieses Medium wurde permanent schlecht geredet, auch von anderen Leuten, sodass die Zahl derer, die sich da konstruktiv beteiligt haben, tatsächlich auch gesunken ist in der Zwischenzeit. Ich argumentiere das ungefähr seit, wann waren wir im Vorstand, 2010, 2011, Michelle, und davor, dass man diese Mailingliste aktiv auch selber verbessern kann. Das ist das, was ich vorhin mit der Verantwortung sagte. Das heißt, wie diese Mailingliste gestaltet ist, was da läuft, wie da diskutiert wird, liegt an uns allen. Und wir haben da Einfluss drauf. Wir können natürlich sagen, wir beteiligen uns dann daran nicht, dann haben wir darauf keinen Einfluss. Das ist einfach Fakt. Lukas brachte vorhin die Netiquette ins Spiel. Ja, das ist das grobe Regelwerk, was für jede Mailingliste und jede Konversation im Netz generell gelten sollte. Lukas hat dazu festgestellt, dass das nicht funktioniert. Und dann muss man an der Stelle insgesamt die Partei mal hinterfragen. Wenn das nicht funktioniert mit der Netiquette auf der Mailingliste und auch bei uns, bei einer Internetpartei, dann ist das zumindest fragwürdig. Da sollte man drüber reden. Die AG-Basisbeteiligung. Die AG-Basisbeteiligung kam mir gerade auch ins Spiel. Ich weiß nicht, ich glaube, die letzte Sitzung, die da stattgefunden hat, da haben Slash und ich da zusammengesessen und danach ist nichts mehr passiert. Merkst du was? Wir haben versucht, das nochmal wieder ins Leben zu rufen, ist nichts passiert, tatsächlich. Schade. Nächster Versuch, nächster Griff ins Klo, sage ich mal. Dann kam hier eine kleine Gruppe, die dann irgendwie zurückspiegeln sollte. Finde ich persönlich jetzt keine so prickelnde Idee, weil eine Gruppe, die dann irgendwas tut, immer auch so eine Art Gatekeeper-Funktion hat. Ich finde einfach, das ist ein Kommunikationsmedium, an dem sich alle beteiligen können und sollten, sofern es ihnen möglich ist. Und noch eins, was der Fullerin mir noch per DM schrieb, was nämlich tatsächlich richtig ist. Die Qualität der Liste, habe ich ja gerade schon festgestellt, hängt davon ab, wie wir uns darauf selber verhalten. Und die hängt auch maßgeblich davon ab, was wir auf dieser Liste zulassen. Und da ist nämlich auch in unserer Vorstandszeit das erste Mal passiert, dass wir gesagt haben, okay, den Troll schmeißen wir jetzt runter. Wir haben also in der Zeit aktiv angefangen, auch das zu bereinigen. Und von daher, wenn man sich da aktiv für die Qualität einsetzt, dann bekommt man da auch was Vernünftiges hin. Das ist meine Meinung. So, ich werde jetzt die letzten drei Redner noch zulassen. Das ist Joachim, Olaf und dann Tose und dann beenden wir das Thema, glaube ich. Ja, ich habe die Piraten-NRW-Mailingliste seit 7.11.2009, lese ich dir mit. Da habe ich mich zum ersten Mal eingeloggt und ich habe sämtliche Beiträge dort auch auf dieser Maschine. Ich habe mich in der letzten Zeit immer weniger daran beteiligt. Ich habe darüber hinaus noch 26 andere Listen abonniert und auch archiviert. Zum Mitlesen, zum mal drüber gucken, was gerade Ambach ist. Und ich bewerte den Antrag, der über Open Antrag reingeploppt ist, einmal als Ausdruck eines Hilfeschreis, muss man klar so sehen, und zweitens auch als Ausdruck eines gigantischen blinden Flecks, den die gesamte Partei hat zum Thema Information Overload. Man kann eine solche Menge an Informationen einfach nicht bewältigen als Einzelner. Selbst wenn man Filter vorschaltet, wird es schwierig. Ich gucke da gelegentlich rein, ich diskutiere sogar schon mal mit. Aber das Hauptproblem, was darin besteht, es gibt ein relativ bekanntes Modell, da ist bei den Kommunikationsformen von 4 Diskursformen und 2 Dialogformen die Rede. Und eine Mailingliste gehört klassischerweise in die Dialogform Netzdialog. Das ist ungefähr vergleichbar mit einer Stehparty, wo 100 Leute da sind. Da spricht man auch nicht mit jedem zu jedem Thema, sondern immer nur sporadisch und punktuell. Und ein Problem der Politik, was wir als Partei und vielleicht auch mit Hilfe der Fraktion lösen müssen, ist, diese Dialoge zu strukturieren. Ich bin bislang alleine vorgegangen, so dass ich gesagt habe, okay, wer mich erreichen kann, der kann mich erreichen, weil auch andere Kommunikationskanäle wie Telefon und Mail offen sind und öffentlich sind. Wenn ich selber Leute aus der Partei erreichen will, dann kann ich das auch.
Und wenn mich jemand mal anstößt, hör mal, auf der ML wird gerade das und das diskutiert, hast du Zeit, kann ich darauf einlenken. Aber wir müssen dieses Problem mit dem Information Overload in den Griff kriegen. Und ich persönlich bin auch nicht bereit, mich zu irgendwas zu zwingen zu lesen. Ich mache gelegentlich auch mal das mit dem Buch, auch das kostet Zeit, da ist man mit sich alleine, um was auszuarbeiten. Ich tue, was ich kann, um das in den Griff zu kriegen, aber ich denke, wir sollten als Fraktion und Partei daran arbeiten, die Kommunikationskanäle ein Stück weit zu strukturieren, ohne die Kreativspielräume, die da noch existieren mögen, zu vernachlässigen. Bei dieser Mailingliste ist das Problem, dass viel Wichtiges diskutiert wird, in einer Gemengelage mit viel Geschwätz, Chat, was auch immer, was den einen oder anderen vielleicht nicht so interessiert. Das ist genau das Wesen des Netzdialogs. Da wird über alles Mögliche, über Gott und die Welt kommuniziert. Und man kann nicht immer alles sortieren. Vielleicht fehlen mir auch ein paar KI-Tools, um das strukturieren zu können. Aber in der Form kann ich diese ML einfach nicht abarbeiten, obwohl ich alles nach wie vor archiviere. Und ich denke, wir haben einen Auftrag, nach einer Problemlösung zu suchen, wie man solche Kommunikationskanäle besser strukturiert, damit die Hilfeschreie aus der Basis nicht ungehört verloren gehen. Danke. Olaf. Ja, ich möchte auf ein paar einzelne Sachen eingehen. Erstmal zu Michelle. Ist okay, ich finde das richtig gut und ich kriege das auch zum Teil mit, wie Kai und du das machen auf der Liste. Ich sehe mich nicht als Erzieher der Liste. Habe ich nicht die Kraft zu, habe ich nicht die Lust zu. Wenn es gemacht werden soll, kann es gerne jemand von mir aus als Hobby machen. Ansonsten sehe ich die Aufgabe eher auf Seiten der Partei, weil jetzt von uns aus in dieses Medium dann einzugreifen, hat auch wieder einen sehr komischen Beigeschmack. Ja, also ich habe nie gesagt, als ich mich zur Wahl gestellt habe, ich werde gucken, dass ich euch zur Kommunikation erziehe. Ich schätze mal, daraufhin wäre ich auch nicht gewählt worden und deswegen halte ich mich da auch raus. Das müssen die Leute machen, die kommunizieren wollen und wenn sie nicht einen Ton ansprechen, der mir passt, wie gesagt, ich weise da ein paar Mal drauf hin, dann gehe ich. Mach nicht mehr mit. Was mich hier auch jetzt in der Diskussion stört, das ist hier jetzt an mehreren Punkten gekommen, immer wieder, dass die Liste mit der Basis gleichgesetzt wird oder die Listenbenutzer. Nein, die Listenbenutzer sind für mich nicht die Basis. Sie sind ein Teil der Basis, aber eben nur ein Teil und zwar ein lauter Teil. Und daher komme ich auch ganz klar zu einer Sache, die Kai vorhin gesagt hat. Du hast formal zwar recht, formell können alle dran teilnehmen. Psychisch sind aber aufgrund der Beleidigungen, die dort passieren, nicht alle dazu in der Lage. Und diese stillen Leute, die möchte ich gerne auch, wenn ich überhaupt schon berücksichtige, die Liste berücksichtigen, würde ich die auch gerne berücksichtigen. Und da das immer meistens die Leute sind, die eben nichts sagen, ist mir die Meinung, die auf der Liste vertreten wird, viel zu verzerrt. Zumal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, kriege ich mit, dass das auch teilweise in Gruppen viel, viel differenzierter gesehen wird. Es ist auch nicht so, dass wenn man jetzt sagt, man liest die Liste nicht, dass man nicht in Kontakt steht bzw. nicht mitkriegt, was passiert. Joachim hatte das gerade schon gesagt, ich hatte das auch gerade mal so überschlagen, ich komme auch so knapp auf 20 Listen, ja, nicht so viel wie Joachim, das heißt, ich weiß zumindest, worüber diskutiert wird, ich halte mich nur aus den Listen raus, ja. Ich habe da keinen Bock mitzumachen, weil das ist einfach, wie auch Oliver schon gesagt hat, mir meine Zeit nicht wert. Da habe ich nichts von, außer dass es mir psychisch hinterher schlechter geht. Das ist der einzigste Unterschied, den ich merke, ob ich auf einer Liste mitspreche oder nicht. Mir geht es hinterher psychisch nicht so gut, als wenn ich es sein gelassen hätte und das Ganze nie gelesen hätte. Und da muss ich auch wieder sagen, da geht Gesundheit auf jeden Fall vor. So, und das letzte Wort hat der Toso. Das tut mir so leid. Ich würde gerne noch weiter diskutieren. Also erstmal möchte ich eine Sache klarstellen. Die NRW-Liste war zwischendurch wirklich gar fürchterlich. Die Zeiten, finde ich, sind aber ein bisschen vorbei. Also wenn man sich die Liste aktuell und auch in den letzten Monaten anguckt, ist das erheblich besser geworden mit der Kommunikationsform. Nichtsdestotrotz ist es völlig richtig, dass das nur einen Teil der Basis abbildet. Und was mich hier hauptsächlich an diesem Antrag stört, ist dieser verpflichtende Charakter, der da drin steht. Wir werden hier niemanden, auch nicht uns Kollegen, dazu verpflichten können, daran teilzunehmen. Warte. Und was ich noch viel, viel schlimmer finde, ist an der Stelle, wenn ich hier in Rechtfertigungslimbo tanzen soll. Das kommt hier immer wieder für alle möglichen Punkte. Das geht gar nicht. Nee, das geht einfach nicht. Wenn ich mich hier für jede meiner Handlungen oder unterlassenen Handlungen, um das Feld noch mal ein bisschen größer zu machen,
rechtfertigen muss, dann mache ich halt nichts anders mehr. Können wir so machen? Wir schreiben dann halt Berichte über die Berichte, die wir tun oder vielleicht auch nicht tun. Hilft an der Stelle aber nicht für die richtige Arbeit. Ich denke schon, dass wir Öffentlichkeitsarbeit weitermachen müssen. Ich denke auch schon, dass wir noch besser in die Partei reinwirken müssen. Das an einer Liste festzumachen, halte ich für ein bisschen, also ich glaube, da mutet man der NRW-Liste dann auch selbst dazu viel zu. Ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, uns zu erreichen, und es gibt auch Möglichkeiten, außerhalb der Liste uns zu erreichen. Wir haben alle Telefon, wir haben alle persönliche E-Mail. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden hier abgewiesen für irgendwas, und ich glaube, das hat auch von euch keiner getan. Wir sind fast alle immer auf den TDPAs anwesend, auf den LPTs anwesend, auf örtlichen Stammtischen, was auch immer. Ich glaube einfach nicht, dass die NRW-Mailingliste diese zentrale Bedeutung noch hat. Und deshalb finde ich diesen Rechtfertigungslimbo, den hier viele auch unbewusst tanzen, alleine, ich möchte dazu nennen, die Anzahl an Mailinglisten, die der einzelne Mensch hier liest, finde ich schon schrecklich, das zu nennen, finde ich einfach grauenvoll. Und davon möchte ich gerne wegkommen. Dankeschön. Vielen Dank. Michel? Ich ziehe den Antrag dann zurück. Michel zieht den Antrag zurück. Möchte den Antrag jemand übernehmen? Das haben wir nicht in der Satzung. Das haben wir nicht in der Satzung, höre ich gerade. Dann mache ich trotzdem... Ja, ich habe das so gemacht einfach. Aber da hat mich der Tose auch nicht angefurzt, dass das nicht geht. Gut, ich möchte aber nochmal auf Olivers Beitrag hinweisen für alle, dass wir jetzt hier fast 40 Minuten komprimierte Statements von einzelnen Abgeordneten haben, wie sie dazu stehen. Und wer daran Interesse hat, kann sich das ja gerne zu Gemüte führen. Ich denke, das ist schon, hat schon eine gewisse Aussagekraft. Daniel? Ich möchte gerne einen alternativen Antrag dazu stellen. Das, was Olli eigentlich vorhin gesagt hat, ich würde gerne, also das ist ja ein offizieller Antrag, der über Open Antrag auch eingereicht wurde. Ich möchte hiermit beantragen, dass wir diesen Antrag in Open Antrag genau mit dem beantworten, was Olli eben gesagt hat, also mit dem Ausschnitt unserer Fraktionssitzung. Und dann haben wir da zumindest irgendwie eine Antwort auch drinstehen, und dann wäre der Antrag für uns quasi erledigt. Gibt es da Widerstände, den Antrag aus Open Antrag entsprechend Olivers Aussage zu beantworten? Können wir dann Jaroslav damit beauftragen, aus dem Stream diesen Punkt so separat irgendwie zu schneiden? Kannst du diesen Tagesordnungspunkt einmal nicht zurechtschneiden? Heute, das geht auch morgen oder übermorgen. Ja, heute Abend wird reichen. Von nur, dem Tagesordnungspunkt. Nur den speziellen Tagesordnungspunkt, die Diskussion in diesem Tagesordnungspunkt, dass wir den gesondert zur Verfügung stellen können. Danke. Super. Ja, der kann das mit dem Video schnitt. Der gerade behandelt wurde. Okay. Aber der Olli sagt dir das dann. Ja, danke. Super. Nee, ich habe es auch schon wieder schnell abgefragt. Ach so, haben wir schon. Ja, gut. Im Hinblick auf die Zeit würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zum nicht öffentlichen Teil gehen, weil so einen 15-Minuten-Punkt bekommen wir jetzt sowieso nicht hin. Hat da jemand was dagegen? Sehe ich. Nicht, das heißt, wir kommen in den nicht öffentlichen Teil und geben den Damen und Herren Gelegenheit, jetzt den Fraktionssaal zu verlassen und den Stream auszuschalten. Wir kommen auch nicht mehr in den öffentlichen Teil, oder? Nein. Ja. Es ist wichtig, wir bekommen heute keinen nicht öffentlichen Teil mehr. Also tschüss.